Jetzt? Ah, das war ich. Entschuldigung, das war mein Ton. Okay, nochmal von vorne. Hallo, guten Abend, liebes Publikum. Ihr habt wieder eure Finger in der Rollenspielkrabbelkiste und das finde ich gut so. Heute ist der erste Sonntag im Februar 2022 und damit der erste Teil des Fantasy-Februars hier in der Rollenspielkrabbelkiste. Wir werden uns in diesem Monat, an den vier Sonntagen, die dieser Monat hat, jeweils 10 Fantasy-Rollenspiele mal genauer anschauen. Oder ich stelle sie euch vor und ihr stellt bitte eure Fragen dazu. Ja, ich habe über 40 Fantasy-Rollenspiele in meiner Sammlung. Und ja, ich möchte euch ein paar davon vorstellen. Letzte Woche hatten wir Rollenspiele mit literarischer Vorlage. Und da hatte ich eins gezeigt, welches ich nicht vorstellen wollte. Das machen wir einfach jetzt dieses Mal. Damit fange ich auch gleich an. Es handelt sich um das Herr der Ringe Rollenspiel. Dies ist die deutsche Ausgabe von Pegasus. Dies ist die englische Ausgabe von Decipher. Ihr seht schon, gleiches Format, gleiche Größe, gleiches Cover. Die englische ist matt. Die deutsche ist glänzend, die reflektiert meine Lampen hier. Ansonsten sind die ziemlich gleich, 304 Seiten, was man erstmal hinkriegen muss, denn normalerweise ist deutscher Text um ein Drittel länger als englischer Text. Das hat man hingekriegt, indem man, 304 Seiten, 49,80 Euro kostete das Ganze damals. Englisch, wie gesagt, ist erschienen bei Decipher. Autoren Christian Moore, Owen Seiler, Matt Forbeck und Stephen S. Long. Stephen S. Long kennen vielleicht einige von Hero Games. Den Matt Forbeck von Alderac Entertainment. Das sind also durchaus erfahrene Leute in diesem Genre und in dieser Industrie. Die deutsche Übersetzung ist gemacht worden unter anderem von Heinrich Glumpler. Dann waren auch noch Katja Knäble, Stefanie Lammers, Sven Scheurer und Alexandra Felten mit dabei. Und der Heinrich Glumpler ist auch so ein Urgestein der Lokalisierung von Rollenspielen in die deutsche Sprache. Von daher ist das gut gelungen. 2002 ist das Ganze passiert. Wie gesagt, die deutsche Ausgabe von Pegasus. Sieht man da. Und die englische von Decipher. Und diese Dinger habe ich nicht im Literaturstream gehabt, weil einfach hier keine Lizenz von der literarischen Seite vorlag, sondern das ist lizenziert von New Line Cinema und das sind diejenigen, die hinter den Filmen, die Peter Jackson Filmadaption stehen. Und von daher ist das hier eher mit den Filmen in Verbindung zu bringen, als wie mit der literarischen Vorlage. Ich finde die Filme gut, sind gute Fantasy-Filme. Ich finde sie nicht gut genug, als dass sie diesen tollen Namen tragen sollten. Macht aber nichts. Rollenspiele gibt es trotzdem dazu. Oder dieses Rollenspiel gibt es trotzdem dazu. Von daher, ein guter Film, immer wenn es ein Rollenspiel dazu gibt, ist das Ding gut. Das ist ein Qualitätsmerkmal von mir. Was haben wir denn hier überhaupt mit diesem Spiel vor uns? Wir haben hier das Coda-System von Decipher vor uns. Das ist ein Rollenspielsystem, das die in verschiedenen Rollenspielen verwendet haben. Funktioniert so, dass es diverse Attribute gibt. Die werden mit 2W6 ausgewürfelt, da mit Streichergebnissen. Mut, Ruhm und Statur wird dann noch dazu gedacht. Die Attribute geben bestimmte Boni oder Mali auf Proben. Und auch die Probe sind immer 2W6 plus eben diese Boni und Mali. Routine-Schwierigkeit ist 10. Vor- und Nachteile kommen noch mit dazu, um das Ganze ein bisschen abzurunden. Und das war es dann auch schon. Fertigkeiten und Skills gibt es auch noch. Die sind den Rassen und den Berufungen, den Professions zugeordnet. Für die entsprechenden Proben geben die Fertigkeiten dann eben einen Bonus. Relativ einfach gehalten, aber hier sehr ausführlich beschrieben. Und ich finde ein bisschen umständlich beschrieben. Was allerdings nicht unbedingt ein Nachteil ist, denn diese Dinger richteten sich nicht an die Rollenspieler, die schon seit ewigen Zeiten Rollenspiel spielten, sondern das richtete sich hauptsächlich an diejenigen, die mit dem mit den Herrn der Ringe Filmen und den dem Hype, der damals dazu entstanden ist,
zu dem Thema Fantasy, Fantastik und auch Fantasy-Rollenspielen gefunden haben. Und deswegen sind diese Rollenspiele ziemlich umfangreich in Sachen Erklärungen und in den Details und in den Beispielen sehr umfangreich und nehmen sich sehr viel Platz dafür. Es ist auch ein großes Einführungskapitel für Spielleiter dabei oder für Spielleitungen ganz allgemein. Und dieses Kapitel ist tatsächlich für mich das Highlight dieser Bände. Ansonsten bräuchte ich dieses Rollenspiel nicht wirklich. Es liegt aber daran, dass ich zwei andere dedizierte Herr der Ringe Rollenspiele habe mit einem dafür entwickelten Regelmechanismus. Und nehmen sich die Herausgeber den Platz, das Konzept Rollenspiel, Mittelerde als Setting, epische Fantasy und so weiter in jeweils eigenen Kapiteln darzustellen, zu erklären und Spielleitungen halt tatsächlich die Hand zu nehmen und sie in dieses Hobby einzuführen. Von daher ist das Spielleitungskapitel in diesen Büchern tatsächlich sehr hilfreich für jeden, der Fantasy spielt. Der sollte sich dieses Kapitel bitte gerne mal anschauen. Die Bücher gibt es relativ preiswert noch zu bekommen. Ich weiß nicht, ob sie noch neu erhältlich sind, aber auf dem Zweitmarkt sind die nicht sonderlich teuer, weil es sich auch einfach nicht so richtig durchgesetzt hat. Denn irgendwann sind alle Filme geschaut, alle Extended Editions herausgebracht und der Hype lässt nach und damit war dann auch die Zeit von diesem Rollenspiel vorbei. Könnte auch daran liegen, dass es damals tatsächlich mit für ein Grundregelwerk 49,80 ein saftiger Preis gewesen ist. Vor 20 Jahren, ja, so alt ist das schon, war das eine Menge Geld und brachte halt tatsächlich oder war der Versuch, die Leute von die mit dem Herrn der Ringe in den Bereich Fantastik, Fantasy und so weiter eingestiegen sind, auch zum Rollenspiel zu bringen. Ist das gelungen? Mir ist nicht von vielen bekannt geworden, dass sie damit angefangen haben, aber es ist ein interessantes Thema, ein schönes Setting immer noch. Auch in der Filmversion, die hier verwendet worden ist, anzufangen, um damit zu spielen. Es gibt eine Sache, die da tatsächlich nicht so toll gewesen ist, also richtig schlecht, und das ist diese Box hier. Entschuldigung. Das ist das Lord of the Rings Role-Playing Adventure Game. Das ist quasi so eine andere Art oder eine Art von Einsteigerbox, die für dieses System gemacht worden ist. Und die ist tatsächlich somit das am wenigsten empfehlenswerte, was ich mir in dem Bereich Fantasy so vorstellen kann. Ich zeige euch mal, was drin ist. Also, ja, wir haben Würfel. Würfel sind schon mal gut. Dann haben wir dabei Aufsteller. Okay, ja, okay, ist in Ordnung. Ja, okay. Dann, was haben wir hier? Ein Zettel mit Errata. Das ist für ein Einsteigerprodukt gar nicht so gut. Ein Abenteuer durch die Minen von Moria. Willkommen in Mittelerde. Und dann haben wir Charakterbögen. Achso, wir haben noch eine Karte von Mittelerde, die ein bisschen klein geraten ist. Die ist so, ja, A2-Format vielleicht. Und auf der Rückseite ist der Bodenplan des Abenteuers, der auch nicht sonderlich aufregend ist. Aber, und dann haben wir hier die Fast Play Rules. Die Charakterbögen wollte ich euch zeigen. Das sind nämlich die Leute, die ihr aus den Filmen schon kennt. Ja, hier ist der Legolas. Und wen haben wir hier noch? Pippin. Merry, also yep, Gandalf. Und die kommen alle mit entsprechenden Werten und so weiter und sind alle schon aufgefleischt und kommen auch mit Zitaten, die man doch bitte während des Spiels an den entsprechenden Stellen passend anbringen sollte. Combat Options sind da drauf. Das ist kein Produkt, mit dem man Leute zum Rollenspiel bringen kann. Das ist eher ein Merchandise-Produkt für
Fandom dieser Filme. Es ist nicht sonderlich gut. Es wirft kein gutes Licht auf das, was Rollenspiele eigentlich auch können und sollen. Es wirft die Spielenden nicht wirklich in das Setting hinein oder bringt sie rein. In diese Immersion, dieses Hineinziehen in die Geschichte passiert hier einfach nicht, weil das schon so erkennbar fehlerbehaftet ist, dass ein Errata-Zettel damit drin liegt und dann auch noch so ein nutzloser oder ein unschöner. Das hätte man wahrscheinlich besser machen können, indem man, also das Erratum, was hier korrigiert ist, betrifft die Karte. Da hätte man wahrscheinlich besser eine neue Posterkarte drucken und sie reinlegen sollen. Das hätte dann etwas Liebe zu dem Produkt gezeigt, aber wäre auch teuer gewesen, das alles nochmal zu machen. Das ist das Quick Start Adventure. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich da reingehört, aber ich habe das hier mit in dieser Box drin. Die Box, wie gesagt, kein sonderliches Highlight. Und die war auch noch mit, ich glaube, auch 40 oder 50 Dollar ziemlich teuer. Und da hätte man, dafür kriegt man halt tatsächlich auch das volle Rollenspiel. Wie gesagt, mit guten Kapiteln, die da drin sind, die einen wirklich an die Hand nehmen und das ins Rollenspiel einführen. Das machen diese Bücher tatsächlich gut. Aber ansonsten, die Box, nee, lieber die Finger davon lassen. Das hier sollte man jedem, der Fantasy leitet, mindestens einmal in die Hand gegeben haben. Sollte man sich mal durchgelesen haben. Und wenn es nur die Idee ist, etwas anders zu machen oder so, vielleicht eine Idee zu bekommen, das kann man auf jeden Fall machen. Ich freue mich jetzt mal auf eure Fragen und mache mal die Fragestunde zum Herrn der Ringe Lord of the Rings Roleplaying Game auf. Der Herr der Ringe Rollenspiel. Bitteschön. Seit es die Grabbelkiste gibt, ist meine Rollenspielsammlung von 4 auf 26 geschrieben. Echelmeier, ich verfluche dich. Mach weiter so. Ich muss gestehen, letzte Woche hatte ich ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Die Rollenspiele, die ich da gezeigt habe, kommen so insgesamt auf den Sammlerwert so nah an die 1000 Euro ran, wenn man sich die alle kauft. Tut das nur, wenn ihr das Geld tatsächlich überhaben solltet. Ansonsten, jedes Rollenspiel, das ihr habt, ist ein gutes Rollenspiel. Und ich mache das hier ja auch, um euch zu zeigen, was in diesen Rollenspielen drinsteht, was sie beinhalten und ob es sich lohnt oder nicht und ob man da vielleicht mal reingucken sollte. Ansonsten, für mich gibt es nur wenig Ausreden, ein Rollenspiel nicht zu besitzen. Keine eigenen Charaktere möglich. In dem geboxten nicht. Hier natürlich schon. Da spielt man die, wie heißt die Formulierung? Die habe ich mir extra rausgeschrieben. Ach ja, herausragenden Vertreter ihrer Völker und Berufungen. Ja. Das ist also in der Box sind nur die vorgefertigten Charaktere zu spielen. In den Büchern ist eine eigenständige Charaktererschaffung mit dabei. Ich glaube, das hätte mir allein von der Aufmachung damals gefallen. Ja, genau das ist nämlich auch der Punkt gewesen. Man hat hier genau das, was in den Filmen zu sehen ist und das Styling und das, ich sag jetzt mal, Produktionsdesign von den Filmen übernommen. Sehr viel Abbildung auch aus den Filmen sind mit dabei. Von daher ist das tatsächlich eher ein Merchandise-Produkt. Übrigens, wenn ihr die Bücher nebeneinander legt, das Deutsche und das Englische, dann sind auf den Seiten tatsächlich die gleichen Designelemente. Und wenn ihr umblättert, sehen die sehr ähnlich aus. Die deutsche Schrift ist kleiner, aber inhaltlich ist es identisch und vom Layout und von der Grafik her ist das auch einheitlich. Also ist das gleiche Layout verwendet worden, das gleiche Artwork. Hut ab vor dem deutschen Layouter oder der deutschen Layouterin, ja. Gute Arbeit, diese Textmenge ins gleiche Umfang des Buches hineinzubringen und dabei auch noch, ja, manche Vignetten, also diese kleinen Text, diese Grafiken, die so zwischen den Kapiteln sitzen, die sind ein bisschen geschrumpft im Deutschen oder es ist anders organisiert oder sowas, aber grundsätzlich sind alle grafischen Elemente auch vorhanden. Also gute Arbeit, Respekt davor.
Taugt das Buch als Hintergrundbuch oder gibt es andere Herr der Ringe RPGs, die besser sind? Ich würde, wenn du in den Hintergrund von Mittelerde und dem Herrn der Ringe einsteigen willst, diese Bücher nicht als erstes nehmen, dann besser Mers, das Mittelerde-Rollenspiel, was schon ziemlich in die Jahre gekommen ist. Oder aber The One Ring, der eine Ring, wo es jetzt eine top aktuelle zweite Auflage gerade gibt. Ist der Gandalf in der Box denn extrem runterskaliert im Vergleich zu seiner kanonischen Macht oder wischt er einfach alle anderen Charaktere weg? Was in der Box ist, ist tatsächlich auf dieses eine Abenteuer reduziert und das, was die Charaktere können, ist halt auf das, was in diesem Kapitel des Filmes zur Anwendung kommt, herunter reduziert. Der ist runterskaliert. Das hat nichts mit dem kanonischen Gandalf zu tun, der, wenn er es drauf anlegt, jeden Hobbit samt seiner Vorfahren, Nachfahren, Nachbarn und alles, was dieser jemals gesehen hat, in die Tasche steckt. Nein, das ist nicht kanonisch ausbalanciert. Das ist runterskaliert für die Anwendung in diesem Setting. Gut, dann mache ich die Fragestunde wieder zu hier. Und wir gehen zum nächsten weiter. Mit 2002 hatten wir ja hier ein Rollenspiel aus diesem Jahrtausend. Jetzt gehen wir mal wieder in das vorherige Jahrtausend zu einem ollen Klassiker, der auch schon richtig Staub angesetzt hat. Und zwar, was passiert, wenn Leute, wenn kreative Menschen an einem Projekt oder an mehreren Projekten sogar zusammenarbeiten und da dann zu tollen Ergebnissen kommen, da sehr erfolgreich sind und so weiter? Richtig. Sie haben die Idee für so ein Nebenprojekt, was man noch machen kann. Und was man dann noch so aus den kreativen Ideen, die in dem Hauptprojekt vielleicht nicht zum Tragen gekommen sind, die man dann aber in dem Nebenprojekt definitiv noch verbraten kann. Das ist so eine Art, ich will nicht sagen, ja doch, ich hab's selber auch gemacht, es ist so eine Art Resterampe, jupp. Und da kann man alle möglichen kreativen Ideen und Dinge dann noch verwenden. Und genauso auch Tracy Hickman, Margaret Weiss und Larry Elmore, yep, der bekannte Illustrator, ein echter Künstler, jemand, dessen Kunst mich tatsächlich in die Fantasy hineingezogen hat. Ich mag Larry Elmore sehr als Künstler und Illustrator. Die haben allerdings zusammen ein Rollenspiel herausgebracht, 1999, namens Sovereign Stone. Und man sieht es vielleicht hier oben, da steht Elmore's Sovereign Stone, das ist das Game System hier. Erschienen ist das Ganze unter dem beim Verlag Corsair Publishing bzw. Sovereign Press. Deswegen auch Sovereign Stone. Ja, sie haben extra eine Firma dafür gegründet und so weiter. Das ist ein 168 Seiten starkes Softcover-Buch aus dem Jahr 99, wie gesagt. Und der Originalverkaufspreis, der hier unten drauf steht, sind $25. Hier ist noch ein Preisaufkleber, auf dem steht 1495F. Ob das französische Franc sind oder ungarische Forint, weiß kein Mensch. Keine Ahnung. Kann ich nicht nachvollziehen. Worum geht es bei Sovereign Stone? Wie gesagt, es ist eine Ideenhalde für das, was in der Dragonlance nicht erschienen ist oder nicht gemacht worden ist. Das ist halt hier hingekommen und wurde dann auch ausgearbeitet. Die Welt heißt Loerem. L-O-E-R-E-M. Ich möchte sie nicht Loerem nennen, denn, wie gesagt, es ist ein amerikanisches Produkt und das Ö ist da nicht so verbreitet. Also Loerem oder so ähnlich. Das ist eine relativ klassische Fantasy-Welt mit diversen Völkern. Es gibt die, die allerdings alle einen ganz komischen eigenen Twist haben. Zum Beispiel die Clan-Dwarfs, die Clan-Zwerge, das sind effektiv sowas wie Mongolen, also marodierende Reiterhorden, die sich nur temporär mal irgendwo niederlassen, so Feldlager bauen oder sowas und die sehr, sehr stolz sind. Es gibt auch noch die Unhorsed-Dwarfs, denen wurde von den Clan-Dwarfs, also den Clan-Zwergen, verboten, Pferde zu reiten. Also das sind die, die in Ungnade gefallen sind. Und erst die nächste Generation darf dann wieder versuchen, zu den Clanzwergen wieder Aufnahme zu finden. Die Orks hier drin sind Seefahrer und Seekrieger, Seesoldaten. Die Elfen sind so eine Art
so Nordjapaner, würde ich jetzt fast sagen, so leicht asiatisch angehauchte Nordländer, die so in ihren Bergfestungen leben, sehr, sehr zahlreich, denn sie haben eine sehr große Lebensdauer. Die Elfen sind ein ganz eigenes Volk. Von den Menschen gibt es verschiedene Völker, wobei eines der Völker, welches erwähnt ist und welches auch ein eigenes Land auf der Karte hat, keine Volksbeschreibung hat. Ja, tatsächlich. Auf die wird verwiesen. Ich zeige euch mal kurz die Karte von Lorem, Luerem. Und das Land Dunkarga hier soll ein äußerst soll ein äußerst fremdenfeindliches Land sein oder sehr fremdenfeindliche Bevölkerung haben. Nicht nur so rassistisch wie eines der anderen Völker, sondern tatsächlich sehr fremdenfeindlich auch gegenüber anderen Menschenvölkern, aber genauere Kulturbeschreibung fehlt. Bei den Menschen gibt es so freiheitsliebende, seminomadisch lebende, dann gibt es ein Priesterinnen-Königinnenreich, sehr matriarchalisch. Dann gibt es auch hier Seefahrer und Händler, die, wie schon angesprochene, rassistische Militärdiktatur. Und ja, eine recht bunte, abwechslungsreiche Welt, relativ unklassisch, wenn man sich anguckt, wie halt so Elfen, Zwerge und so weiter kategorisiert oder beschrieben sind. Das Regelsystem ist ein relativ einfaches. Es gibt vier physische Attribute, vier mentale Attribute. Es werden für die beiden physischen und mentalen jeweils einmal 8W6 gewürfelt. Dann jedem Attribut werden zwei von diesen gewürfelten Ergebnissen zugeordnet. Aus dem Ergebnis wird dann ein Wert oder das Ergebnis bestimmt dann einen Würfel, den dieses Attribut hat. Also physische Attribute sind Agility, Dexterity, Strength und Vitality. Also Beweglichkeit, Fingerfertigkeit, Stärke und Konstitution, Lebenskraft sozusagen, Vitalität. Und die haben dann halt Werte von 2 bis 12. Diesen Werten sind jeweils W4, W6, W8, W10, W12 zugeordnet. Das gleiche dann auch nochmal mit Skills und Fertigkeiten. Und bei einer Probe werden immer diese zwei Würfel gewürfelt. Einer vom Skill, einer vom Attribut. Hat man den Skill nicht, kriegt man den Malus auf das Gesamtergebnis, würfelt aber das Attribut eben doppelt. Wie gesagt, immer Attributswürfel plus Skillwürfel. Standardschwierigkeit ist 7. Und ja, so werden da halt eben die Proben gemacht. Wie gesagt, das ist, man sieht ganz klar, dass hier Dinge verwendet worden sind, die in der Drachenlanze, in dem Dragonlance Campaign Setting, im Kampagnen Setting keinen Platz mehr haben oder von dort kommen. Der Sovereign Stone ist nicht genau ausdefiniert, was der nun genau ist. Ist ein wichtiges magisches Item aus der Historie des Settings. Aber mich hat der sehr an den Greystone aus dem Dragonlance-Setting, aus der Drachenlanze erinnert. So ähnlich dürfte der auch sein. Der Hintergrund besteht hauptsächlich daraus, dass man die Geschichte der verschiedenen Länder und Kulturen erzählt. Dadurch wirkt die Welt zwar so dynamisch und man kommt nicht in einen statischen Jetzt-Ist-Zustand und spielt dann los, sondern man ist in einer Entwicklung, wo man dann an einem Punkt einsteigt und dann auch so ein Flow, so eine Geschichte hat, die im Hintergrund eben abläuft. Dann kommen aber dazu Layout-Fehler. Da fehlen Texte. Wie gesagt, eine Kulturbeschreibung fehlt vollständig. Es sind nicht alle Regeln erklärt, auf die Bezug genommen wird. Das Lektorat, also ich spreche ganz gut Englisch, behaupte ich von mir, aber ich bin kein ursprünglicher englisch sprechender Mensch. Ich habe da ziemlich viele Fehler gefunden, und zwar so viele, dass es mich gestört hat. Hätte man noch mal was drüben machen müssen. Portale sind hier zum Beispiel auch erwähnt, die halt so zwischen verschiedenen Plätzen das Springen zulassen. Aber wo die sind, wie die funktionieren, warum die da sind, wer sie dahin gebracht hat, was für eine Geschichte sie haben, was es damit auf sich hat, keine Ahnung. Unvollständig, inkonsistent und ja, ein bisschen eine Resterampe. Was allerdings ganz cool ist,
Und achso, wenn du einen tollen Künstler hast wie Larry Elmore, dann willst du hier auch richtig angeben mit dem, oder? Wenn der Larry Elmore das Konzept macht, dann erwarte ich, dass hier drin richtig geiles Artwork ist. Hier sind schöne Abbildungen drin, aber erstmal sind sie alle in Schwarz-Weiß und alle nur so in, naja, so halb, also die Qualität ist schon super, aber ich will viel mehr davon. Eigentlich will ich eher ein Bildband als ein Rollenspiel, vor allen Dingen, wenn der Inhalt von dem Rollenspiel mich dann noch nicht so richtig überzeugt. Ja, wie gesagt, die Abbildungen sind schon in Ordnung, aber und Larry Elmore-mäßig in Ordnung, ist schon ganz weit oben. Aber das hier ist das einzige Farbbild. Das Layout ist auch nur so halbwegs in Ordnung. Es wird halt, unten steht zwar das Kapitel, in dem man sich gerade befindet, aber so richtig zurechtfinden kann man sich da auch nicht. Es wird immer nur auf irgendwelche Schlagworte verwiesen, also auf die Überschriften von irgendwelchen Kapiteln. Funktioniert nicht gut, das Buch. Gefällt mir nicht so richtig. Hat mich nicht überzeugt, ehrlich gesagt. Ich möchte jetzt aber auch wissen, was ihr für Fragen zu Sovereign Stone habt. In Franc ein ziemlich absurder Preis. Ja, also wenn es 1004, also es, das ist halt auch noch unscharf gedruckt, dieser Aufkleber da. Da könnte auch noch ein Punkt oder sowas dazwischen sein, dann wären es 14,95, das wäre quasi nichts. Deshalb ist das nicht beschrieben, da reist keiner hin. Ja, okay. Aber dann wäre zumindest das doch mal erwähnt worden, oder? Alle anderen Länder, die einen Namen haben und die hier auf der Karte abgegrenzt sind, haben auch eine Kulturbeschreibung. Elmores Resterampe. Ein bisschen fühlt es sich so an zusammen mit eben Margaret Weiss, die auch hinter Sovereign Press steht, also dem Verlag. Und ihr Tracy Hickman haben die halt Dinge, die bei der bei der Dragonlance Drachenlanze so abgefallen sind, zusammengefegt und Sovereign Stone draus gemacht. So kommt es mir ein bisschen vor. Weiß wer, ob es von dem Pen and Paper Sturmbringer eigentlich noch was Aktuelles gibt oder nur mit Glück die alten Sachen auf eBay oder so? Sturmbringer heißt auf Englisch Elric mit Ausrufezeichen. Und was Aktuelles wird es da wohl nicht geben, aber du könntest mal bei Chaosium gucken, ob die in ihrem PDF-Store die Sachen da haben. Die haben viele alte Sachen als PDFs in ihrem eigenen Webstore bei Chaosium. Gab es mehr als das Buch zu Sovereign Stone? Ich glaube, es gab noch ein Ergänzungsband oder sowas dazu, aber auch nicht viel. Das Buch gibt es übrigens in zwei verschiedenen Editionen. Und die Angaben, woran man die Editionen unterscheiden kann, variieren. Ich bin mir nicht ganz sicher. Manche sagen, die Second Edition oder die First Edition kostete $30 und hat den Fehler mit der fehlenden Kulturbeschreibung nicht. Mein Buch kostete $25, aufgedruckter Preis, hat aber den Fehler mit der Kulturbeschreibung. Also irgendwas scheint da nicht so richtig zu stimmen. Also es gibt eine Second Edition auf jeden Fall, in dem einiges behoben ist, aber entweder nicht alles oder ich weiß es nicht. Ich habe es nicht ganz durchschaut. Ergänzungsbände dazu glaube ich nicht, wenn dann vielleicht ein oder zwei. Also es wird auf jeden Fall es werden viele Sachen angerissen, die hier drin nicht erschienen sind. Das deutet eigentlich darauf hin, dass es noch mehr gibt. Gut. Sovereign Stone erledigt. Dann mache ich hier die Fragestunde zu und wir gehen zum nächsten weiter. Das nächste ist ein veritabler Sechsfünder von einem Buch. Richtiger Klopper. Deswegen heißt das Ding auch entsprechend. Es handelt sich um Zweihänder. Und ja, ich spreche das tatsächlich Englisch aus. Das ist nämlich ein amerikanisches Rollenspiel namens Zweihänder, Grim and Perilous RPG.
das Revised Core Rulebook von Daniel D. Fox geschrieben, bei Andrews McNeil Publishing erschienen. Wieder so ein Ding, was typisch amerikanisch ist. Aus Kansas City, welches, wie wir alle wissen, in Missouri liegt. Okay. 2019 ist dieses Ding erschienen. Es war ursprünglich eine Kickstarter-Kampagne 2017. $65 für 670 Seiten im massiven Klotz-Hardcover mit breitem, wirklich breitem Lesebändchen. Was haben wir hier mit bei Zweihänder? Und ja, ich mache mir einen Spaß daraus. Selbst das, den Umlaut amerikanisch auszusprechen. Was haben wir hier mit Zweihänder zu tun? Grim and Perilous trifft es hier tatsächlich. Das ist gefährliche Low Fantasy. Ja, es gibt Elfen in den Wäldern, aber wenn man zu denen hingeht, kriegt man eher einen Pfeil ab als Hilfe von denen. Ja, es gibt Magie, aber die ist chaotisch, gefährlich, unzuverlässig. Und man trifft eher auf einen abergläubischen Mob mit Fackeln und Mistgabeln als auf Leute, die auf Zauberei stehen. Ja, es gibt Schusswaffen, also so diese Renaissance-Kniften, Steinschloss oder sowas. Die sind teuer, die sind ungenau, die sind unzuverlässig, die fliegen dir gerne mal um die Ohren. Und ja, das hier ist verdammt nah am Warhammer-Fantasy-Rollenspiel, an der Old World. Nur, hier haben wir aus 2019 eine Version mit einem Regelband. Ja, das ist ein echter Klopper, aber ein vernünftiges, kohärentes Regelsystem dazu, nicht zwischen Editionen wechselnd. Das Ganze sollte tatsächlich vorher anders noch heißen, bevor man sich Zweihänder genannt hat. Wie funktioniert das? Ich erkläre mal kurz das Regelsystem, bevor wir auf die Details eingehen. Eine Fertigkeitsprobe geht immer so, dass man ein Primary-Attribut nimmt, also ein Primärattribut, dazu den Skill-Rang-Bonus minus einen Malus, der von einem sogenannten Peril-Condition-Track kommt. Das ist so das kann man sich auch ausdrucken und markieren. Das sind quasi Mali, die gerade wegen irgendwelcher Bedrohung da sind, wegen schlechten Licht, unzureichende Luft, irgendwelche Gase, weiß der Kuckuck was, Höhenluft zu wenig, was auch immer. Alle möglichen Mali, die da zusammengefasst sind. Das Ganze kann man dann ausgleichen durch Talents and Traits. Das ergibt dann eine Total Chance. Und sobald man die zusammengerechnet hat, wird einfach nur noch ein W100 gewürfelt. Check. Und dieser W100, solange er drunter oder gleich dieser Total Chance ist, dann ist es ein Erfolg. Wenn dieser W100 einen Pasch zeigt, also eine 55, 44, 77, also wenn das dann noch ein Erfolg ist, ist es ein kritischer Erfolg. Wenn es ein Misserfolg ist und einen Pasch zeigt, ist das ein Patzer. Man kann diverse Ancestries wählen, wenn man denn möchte. Das Ganze ist humanozentrisch geschrieben und das ist auch absichtlich so gemacht worden. Man kann allerdings auch Zwerge, Elfen, Gnome, Halblinge und Oger spielen. Beim Schaden kommt noch ein weiterer Würfeltyp dazu, der klassische W6. Das ist der Fury Dice. Wenn man den würfelt, dann kann der bei einer 6 explodieren. Will sagen, bei einem Maximalergebnis wird nochmal gewürfelt und drauf addiert. So funktionieren explodierende Würfel. Das Ganze gibt es auch noch im Magiebereich. Da gibt es den Chaos Dice, auch ein W6, der mitgeht und explodiert. Das heißt, auch mit hochgehen. Man kann Fortune Points verwenden. Die sind optional mit drin. Das ist so eine Art Schicksalspunkte, also Fortune Points, wenn man einen ausgibt. Die Gruppe kriegt immer einen Pool. Wenn man einen ausgibt, kann man entweder einen neuen Wurf ausführen, also eine Probe wiederholen. Allerdings, der neue Wurf zählt dann. Man kann auch noch einen Action Point damit kaufen, das ist quasi eine zusätzliche Aktion. Oder man kann das Ergebnis auf den Würfeln kaufen. Also auf den Fury Dice oder den Chaos Dice.
Wenn man diese Fortune Points ausgegeben hat, werden die allerdings zu Miss Fortune Points, die dann die Spielleitung einsetzen kann. Die Primärattribute, die ich vorhin schon bei der Probe angesprochen habe, sind Kampf, Stärke, Agilität, Agility, ja, Wahrnehmung, Intelligenz, Willenskraft und Fellowship, also so eine Art Charisma. Jeweils 3 W10 plus 25, die müssen in Reihenfolge gewürfelt werden. Nicht erst würfeln, dann verteilen. Nein, die werden in der Reihenfolge gewürfelt. Und die allermeisten Sachen, die halt so in der Charaktererschaffung ausgewürfelt werden, werden dann auch so bitte verwendet. Da kommen manchmal sehr seltsame Sachen raus. Manche sind aber auch auf so einem durchschnittlichen Level so mittelprächtig interessant. Das ist mal definitiv inspiriert von den ersten beiden Editionen des Warhammer Fantasy Rollenspiels. Ich würde sagen, das ist ein Warhammer Fantasy Retro-Klon, also von den ersten Sachen. Ich zeige euch gleich während der Fragestunde noch, wie das innen aussieht. Das Layout kriegt von mir eine 1-, sehr, sehr gut gemacht. Ein paar Kleinigkeiten hätte ich da noch verbessert, aber nicht viel. Das Artwork kriegt eine 3+, weil keine Farbe. Außerdem sehen die Zeichnungen alle sehr, sehr ähnlich aus. Die Qualität ist in Ordnung, konstant, konsistent, nicht top, aber kreativ und meistens auch zu dem, was gerade im Text steht, passen. Teuer, 65 Euro für den Klopper, das ist schon ordentlich, aber wenn man den Preis auf die Seite runterrechnet, kriegt man da auch ordentlich Substanz dafür. Alles wird irgendwie ausgewürfelt, wenig Wahlmöglichkeiten, viele Tabellen, wenn man sie denn verwenden möchte. Und dieses Auswürfeln nicht einfach sagt, der pff, pff. Es gibt auch noch eine Slain-Tabelle, die man tatsächlich auch in anderen Rollenspielen verwenden kann, wenn man jemandem den Todesstoß verpasst hat. Was übrigens bei Zweihänder sehr, sehr schnell geht. Es stirbt sich leicht und schnell in dieser Welt. Wenn man nicht super gut aufpasst, wenn man nicht seine Kämpfe genau plant und so weiter. Grim and Perilous. Oh ja, passt auf eure Charaktere auf. Ich zeige euch, also, oh, ich habe vergessen, es gibt tatsächlich eine Farbabbildung genau in der Mitte des Buches. Die sieht so aus. Das ist gut. Der Rest ist allerdings schwarz-weiß. Alle Abbildungen sind schwarz-weiß. Und ich zeige euch mal ganz kurz die Slain-Tabelle, die Todesstoß-Tabelle, die tatsächlich abhängig ist von der Waffe, vom Waffentypus, mit dem man den Todesstoß angebracht hat. Ich freue mich jetzt mal auf eure Fragen zu Zweihänder. Claymore war ja schon von einem Manga belegt. Ja, aber das heißt nicht viel. Es gibt schon mindestens 2 Supplements bei den Zusammenkaufen-Empfehlungen. Ja, okay. Heißt es, dass es durch die Abzüge letztlich permanent abwärts geht? Nee. Es heißt nur, dass du mit diesem Peril Condition Track, wie es tatsächlich heißt, einen Überblick darüber behältst, welche Abzüge tatsächlich gerade aktiv sind und für dich gelten. Das hilft, weil es können eine Menge sein. Es können in so einen Wurf eine Menge Modifikatoren einfließen. Krumme Nase, lange Fingernägel oder ein Zwerg, der breiter ist, als er hoch ist. Jein. Also wie gesagt, auch Augenfarbe kann ausgewürfelt werden, was dann Auswirkungen auf die Chance hat, durch einen Blitzzauber zu erblinden oder sowas. All solche Klamotten. Ja. Geht das eigentlich nur mir so, dass das Prinzip der Anti-Schicksalspunkte für die Spielleitung in 95% der Fälle blödsinnig findet? Natürlich, es ist Mist, wenn aus irgendeinem Grund der übermächtige Oberböse nur Patzer würfelt, aber warum soll die SL Gummipunkte verbrauchen, um mehr Gegner zu summonen? Die Idee für die Miss Fortune Points ist hier tatsächlich, um die auf den Chaos- und Fury-Würfeln zu verwenden. Um dadurch einfach die Begegnungen und die Aktionen der Gegner noch gefährlicher und noch herausfordernder zu machen. Sind die Götter Chaos auch so ähnlich wie bei Warhammer Fantasy? Ich glaube, man kann das ein oder andere wiederfinden.
Bei der Charaktererschaffung bin ich schon raus. Okay. Skaven? Nein, nicht in diesem Buch. Vor allem, wenn das ein Mechanismus ist, der Schicksalspunkte zwischen GM und PCs hin und her verschiebt. In meiner Erfahrung braucht die SL einfach viel weniger davon. Ja, die SL kriegt auch nur dann Miss Fortune Points, wenn die Spieler vorher Fortune Points ausgeben. Und das müssen sie nicht tun. Was gibt es für schöne Tabellen für Fehlschläge? Da müsste ich nachgucken, ob es. Doch, es gibt. Es müsste eine Patzer-Tabelle geben. Wir kommen aber auf jeden Fall noch zu Patzer-Tabellen. Also merkt ihr den Gedanken, das kriegen wir noch. Kann man auch anderthalb Händer führen? Ja. Kann der Zwerg breiter sein als groß? Das weiß ich nicht, habe ich nicht nachgeguckt. Muss man permanent rechnen, welchen Probenwert ich würfeln muss? Jein. Durch diesen Peril Condition Track behältst du über alle so wirkenden Abzüge den Überblick und dann nimmst du einfach nur noch Primärattribut, Skill, Rang, Bonus, nimmst diesen Abzug mit rein, eventuelle Talente oder Sonderfertigkeiten, die du hast, und dann kommst du auf deine Total Chance, gegen die du würfelst. Gibt es sowas wie wilde Magie? Jede Magie hier ist chaotisch. Also ich mag beispielsweise die Threat Points bei 2D20 ausgesprochen gerne. Welche Völker gibt es? Und die Völker, hatte ich gerade schon gesagt, sind die Ancestries. Es gibt natürlich Menschen, klar, aber weil das Ganze auch humanozentristisch ist, es ist immer aus der menschlichen Sichtweise. Es gibt Zwerge, Elfen, Gnome, Halblinge, Oger, und das sind die im Grundregelwerk vorgesehenen Ancestries, also Herkünfte sozusagen oder Abstammungen. Das ist, glaube ich, das richtige Wort. Gibt es das Buch noch? Und wenn ja, auch noch auf Deutsch? Auf Deutsch glaube ich nicht. Das ist aber auf jeden Fall noch zu bekommen. Wie gut gefällt dir Zweihänder im Vergleich zu Warhammer Fantasy? Schwierige Frage. Ich habe Warhammer Fantasy tatsächlich einmal gespielt. Zweihänder noch nicht. Ich bin mir nicht sicher. Kann ich nicht einschätzen. Ich finde beides okay. Ich habe nichts gegen das eine oder das andere. Die Zweihänder kommt tatsächlich mit ein paar interessanten Ideen und Konzepten dazu. Es ist halt nicht das Original. Das muss man dann auch mal so sehen, ne? Es ist ein bisschen zu Würfel- und Tabellenlastig, ein bisschen zu Modifikatorenlastig und so weiter. Aber auch in bei Warhammer Fantasy kann man relativ leicht und schnell sterben, wenn man sich da verhält wie ein D&D-Charakter. Klingt für mich halt einfach immer nach, mein Abenteuer war zu einfach und ich mache es jetzt schwieriger, weil die Spieler ihre Sonderfertigkeiten einsetzen. Nee, würde ich nicht sagen. Die Begründung für die Sachen auf dem für die Mali, die du verteilst, musst du ja immer noch liefern, auch innerhalb der Geschichte. Vielleicht habe ich mit solchen Systemen aber auch einfach zu wenig direkte Erfahrung. Ja, also hier muss man definitiv sagen, das ist dann eine Geschmackssache. Wenn man auf diese Art von Grim and Perilous, also von dieser ziemlich tödlichen und sehr gefährlichen Low Fantasy, wenn man darauf steht, sollte man sich Zweihänder mal anschauen. Genauso, also, oder wenn man damit spielt, sich das Warhammer Fantasy Rollenspiel näher zu Gemüte zu führen. Das ist die Alternative dazu. Ich will nicht sagen, dass das eine definitiv besser ist als das andere. Es kommt in einer anderen Darreichungsform her. Hier halt als monolithischer Klotzpapier, der halt tatsächlich die Arme trainiert, wenn man das hier so durch die Gegend hält. Ja, Any Gold Gewinner, auch das. Und anscheinend haben sie bei der alten Welt nicht so sehr geklaut, dass sie da verklagt worden wären. Gibt es da interessante, ungewöhnliche Waffen? Nicht, dass mir jetzt eine im Gedächtnis geblieben wäre, aber das ganze System, wenn du das erstmal verstanden hast, es ist immer der gleiche Grundmechanismus, der sich da durchzieht. Da gibt es dann genug Möglichkeiten, Dinge einzubauen aus anderen Sachen. Wenn du das System verstanden hast, ist es ziemlich einfach,
sowas wie Waffen zum Beispiel oder auch Tiere oder sowas, Dinge, die man, die relativ einfach konzeptionell darstellbar sind, in solche Systeme dann einzubauen. Das heißt, das geht dann relativ schnell. Da ist man nicht auf das beschränkt, was in den Büchern steht. Gut. Wenn ihr keine weiteren Fragen habt, mache ich mal die Fragestunde zu. Warte, ich wollte noch eine Abbildung zeigen, glaube ich. Wollte ich das? Ja. Von den Charakterklassen kann ich auch mal kurz durchgeben, welche es da so gibt. Auch eine Frage. Und zwar Academic, also gebildeter, Commoner, Normalo-Typ, Knave, das ist dann eher halt soziale, niedrigere soziale Klasse, Ranger, Waldläufer, Socialite, also jemand, der in der Gesellschaft klarkommt, oder Warrior, das war's dann auch schon. Gut, dann mache ich dazu und es geht weiter zum nächsten. Ist das leichter, was als nächstes kommt? Das Regelwerk schon, aber ich habe noch ein paar andere Sachen, die ich euch da zeigen wollte. Und zwar von einem Rollenspiel aus dem Jahr 1992 in den USA erschienen bei Game Designers Workshop tatsächlich. Ein Fantasy-Rollenspiel von Game Designers Workshop, die haben sich ja sonst eher mit Traveller und Ähnlichem vergnügt. Aber die haben jemanden aufgetan, der bei seiner vorherigen Firma mehr oder weniger rausgeekelt worden ist. Die genauen Umstände sind da noch ein bisschen umstritten. Und diese Person hatte schon so den ein oder anderen Verdienst in Sachen Rollenspiele und deswegen hat man sich gedacht, Mensch, warum machst du dann nicht bei uns dein Rollenspiel und dann kannst du damit tun, was du willst. Dadurch entstand Gary Gygax Dangerous Journeys. Das ist ein 416 Seiten starkes Softcover. Aufgelockert innen durch die ein oder andere Farbseite. Zusammen mit Dave Newton hat er dieses Ding geschrieben. Wie gesagt, bei Game Designers Workshop ist das erschienen 1992. Diese 416 Seiten kosteten damals $26. Und die kamen halt mit der ein oder anderen ganzseitigen Farbtafel daher. Es gibt hier drin gleich zwei Regelwerke. Nein, eigentlich ist es das gleiche Regelwerk in zwei verschiedenen Intensitätsstufen. Es gibt das Prime-Regelwerk, welches für Einsteiger gedacht ist, in dieses Regelwerk. Das andere ist das Advanced-Regelwerk, was für Leute ist, die sich mit Regelsystem lernen, den Tag verschönern wollen. Und ja, gestern war ein schöner Tag, als ich mir dieses Regelsystem in den Kopf getan habe. Wie funktioniert das Ganze? Also, auf dem Prime-Level, auf dem Einsteiger-Level, hat man erstmal drei Attribute, erstmal nur. Das ist Mental, Physical und Spiritual. Bevor man dazu kommt, würfelt man erstmal die sozioökonomische Klasse aus. Dann wählt man sich eine Vocation aus. Das ist sowas ähnliches wie die Charakterklasse, ist dann aber eher so eine Art Beruf. Also in dem Grundregelwerk sind enthalten der Alchemist oder Alchemist, Astrologe, Cavalier, das ist so eine Art Ritter, der Söldner oder Soldat, ein Betrüger oder Hochstapler, ein Dieb und Wise Woman, Wise Man. Die sind hier tatsächlich schon drin. Das sind die verfügbaren Vocations-Klassen. Und diese drei Attribute, Mental, Physical, Spiritual, auf die kann man 120 Punkte verteilen, wobei sie alle zwischen 21 und 60 am Start liegen müssen. Ja. Zu diesen Trace kommen dann noch Knowledge und Skill Areas dazu. Das sind erstmal nur Fertigkeitsgruppen sozusagen. Und diese Fertigkeiten, die kommen in fünf Stufen. Die sind abgekürzt mit Steep, steil.
STEEP steht für Study, Training, Education, Experience, Practice. Das sind auch die fünf Stufen davon. Und diese Skill-Level, diese fünf Stufen, zusammen mit den Trays am Anfang geben einen Gesamtwert, die eine Fertigkeit oder eine Probe positiv beeinflussen. Und man würfelt mit einem W-Prozent unter diese Schwierigkeit. Wir haben tatsächlich schon wieder den W-Prozent in einem Gary Gygax-System, was nicht W20 ist. Kurz, also wenn wir jetzt in den Advanced-Bereich gehen, dann werden diese Trays, Mental, Physical, Spiritual, jeweils unterteilt in drei gleiche Unterkategorien, nämlich in Kapazität, Macht und Geschwindigkeit. Also dann hast du mentale Kapazität, mentale Macht, die Stärke deines Geistes in dem Moment und auch Speed, also die Geschwindigkeit deines Geistes. Spätestens wenn das Ganze dann zu Spiritual Speed kommt, wird es seltsam, das nachzuvollziehen, aber hey. Ja, und dann kommen auch noch mehr Vocations dazu. Dann kommen auch, werden diese Skill Areas, die am Anfang bei dem Prime-System diese fünf Stufen hatten, die kriegen dann noch Subskills jeweils. Da wird das Ganze noch sehr, sehr fein ausgeführt. Also über 60 Subskills kommen dann noch dazu. Die Hit-Locations werden dann noch beim Kampf mit einberechnet. Da gibt es dann Non-Vital, Vital, Super Vital und Ultra Vitals. Ich weiß nicht, was genau Ultra Vitals ist, das ist auch nicht so genau definiert, aber niemand möchte einen Waffentreffer da haben, da gibt es einen Modifikator von mal 5. Eigentlich sollte dieses gute Stück Dangerous Dimensions heißen und DD abgekürzt werden. Wie gesagt, wir reden von einem Gary Gygax Produkt, ja, welches DD heißt, ohne und dazwischen. Da ahnt man schon, dass der ein oder andere Gerichtsprozess da schon drohte und dass man das dann vielleicht deswegen nicht gemacht hat. Aber ja, der kam trotzdem. TSR hat behauptet, dass so gut wie alles, was hier drin steht, nicht nur das Regelsystem und die Spielprinzipien und die Welt, die Hintergrund, bla bla bla, da entsteht übrigens sehr, sehr wenig im Grundregelwerk dazu zu der Welt. Dass das alles geklaut wäre und dass das alles denen gehört und dass er doch gefälligst aufhören sollte, solche Dinge herauszubringen und dass das alles ihnen gehören muss, so und so. Da gab es nie ein wirkliches Urteil dazu, aber es gibt eine außergerichtliche Einigung, welche dann die Rechte und alles und das geistige Eigentum an Dangerous Journeys tatsächlich TSR zugesprochen hat. Und seitdem hat man davon auch nichts mehr gehört. Also 92 ist es erschienen, 94 ist es in der Versenkung verschwunden. Wahrscheinlich liegt es in irgendeiner Schublade bei irgendwem von Wizards of the Coast und die schmökern niemals da drin, weil sie gar nicht wissen, was sie da haben. Will man das denn überhaupt nochmal machen? Bin mir nicht sicher. Also inzwischen ist das ziemlich veraltet. Die Hintergrundwelt heißt Earth. Da gibt es zum Beispiel dieses Companion noch dazu mit Epic of Earth, mit dem AE zusammengeschrieben. Übrigens, wenn man von den Prime-Regeln auf die Advanced-Regeln wechselt und Magie verwenden will, dann findet man im Grundregelwerk in diesem 400-Seiten-Brecher oder Klopper gar nichts mehr. Dann muss man nämlich schon das Quellenbuch Mythos Magic verwenden. Mythos, da ist der Name dieser Hintergrundwelt und Earth ist dann tatsächlich die Erde. Also Mythos ist die Gesamtwelt mit der ganzen Kosmologie und Earth ist der Planet oder der Kontinent, auf dem gespielt wird. Diese Dinger sind häufig sehr, sehr günstig aufzuschnappen. Braucht man die? Puh, nicht wirklich. Ich bin davon nicht wirklich so der Fan. Das ist eher etwas, was aus was damals schon, also 92 schon eher veraltet war, so eher 80er Jahresstil geschrieben. Ziemlich angestaubt, das Regelsystem funktioniert so heutzutage nicht mehr wirklich. Die Einstiegsschwelle, um das ganze Ding zu verstehen,
daraus Charaktere für eine Gruppe zu machen, es einer Spielerschaft zu erklären und dann eine Runde daraus zu machen, wo man dann sich auch noch um Plot und Zusammenhänge und Ähnliches kümmern muss, NSCs gestalten will, etc., etc., das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Außerdem, wenn man, ich habe tatsächlich 4 Bände, die sehen im Regal ganz nett aus, weil sie halt diese diagonale Rückengestaltung haben. Das sieht also ganz nett aus. Es gibt noch ein paar mehr, die kriegt man aber hin und wieder mal zu einem echten Schnapperpreis, weil sie bei manchen halt tatsächlich von 92 immer noch in den Läden herumliegen und eher so Blei fürs Regal sind. Also hat sich nicht sonderlich verkauft. Der Preis, muss man aber auch sagen, wenn man tatsächlich da einsteigen will, dann braucht man Epic of Earth für $22. Dann braucht man auch Mythos Magic für $24 und das Grundregelwerk für $26. Dann sind wir bei $72 und wir reden vom Jahr 92, also von vor 30 Jahren. Wow, das ist teuer. Das ist wirklich teuer. Jetzt möchte ich aber gerne wissen, was ihr noch zu Dangerous Journeys wissen wollt. Achso, man kann auch Nicht-Menschen spielen. Dafür gibt es eine eigene Seite im Grundregelwerk, nämlich Seite 94, ich hätte mir extra aufgeschrieben. Die kommen dann schon, Spielercharaktere heißen hier HP, Heroic Persona, also ihr spielt Helden. Ja. Die kommen dann schon mit eigenen Tabellen und eigener Vocation sozusagen daher. Das ist nicht so aufgeteilt, dass man mit jedem Zwerg dann auch Astrologe werden kann. Nein, nein. Da waren bestimmt die Schreiber auf Speed. Also grundsätzlich macht diese Herangehensweise schon in gewisser Weise das ganze Spiel ein bisschen detaillierter. Aber man kann das mit dem Detailreichtum auch übertreiben, wenn man halt tatsächlich nur 3 Attribute hat, die dann allerdings noch drittelt in Kapazität, Macht und Geschwindigkeit und Macht und Geschwindigkeit niemals höher sein können als die Kapazität. Ja, ganz bestimmt. Da weiß ich ja überhaupt nicht mehr, in welchem Buch ich das nachschlagen muss. Also da kann ich dir ein paar Rollenspiele sagen, ein paar aktuelle Rollenspiele, wo ich mich auch immer wieder frage, in welchem Buch stand das jetzt drin? Unnötig kompliziert das Ganze. Ja, und zwar in Dingen, wo es gar nicht nötig gewesen wäre. Das macht das Ganze eben nicht cooler oder abgefahrener. So eine Slain-Tabelle, Todesstoß-Tabelle für stumpfe Hiebwaffen, ja, okay, damit kann ich leben. Das kann ich in die Beschreibung einarbeiten. Das gibt einem Kampf mehr Leben und deskriptive Tiefe. Aber 60 Subskills macht dann einfach nur die Buchhaltung schwieriger. Ja, vielleicht hätte man sich einen Teil dieser Unterabstufung sparen können. Ich glaube, vielleicht kann man, wenn man eine Mischung aus dem Prime und dem Advanced findet für die eigene Spielgruppe, dass man halt die Advanced-Regeln tatsächlich als optional versteht und das dann verschränkt, dann kann man damit was machen. Aber mich hat jetzt auch Epic of Earth, das Hintergrund-Companion, nicht so weit geflasht, dass ich da jetzt unbedingt spielen muss. Achso, übrigens, wenn man sich den Marketing-Text hier auf der Rückseite durchliest, dann braucht man nach diesem Buch kein anderes Rollenspiel mehr. Das ist das Größte seit der Erfindung von geschnittenem Brot, nach diesem Marketing-Blurb hier drauf. Also die hauen richtig auf die Kacke, sagen wir es einfach, was soll's. Ja. Ist das wahr? Oder stimmt das, was da drauf steht? Nicht wirklich, nee. Marketing-Blurb, mal so richtig, nee, hat sich nicht als erfolgreich herausgestellt. Aber trotzdem, in den 2 Jahren, die es das gab, ist da eine Menge Kram für erschienen. Das ist schon dicker Klotz. Aber wie gesagt, die gibt's billig immer mal wieder in irgendwelchen Grabbelkisten. Da kaufe ich auch dann gerne mal ein. Und wenn mir davon welche unterkommen,
Also so 5 Euro oder sowas gebe ich für so ein Band dann auch mal aus, wenn ich ihn noch nicht habe. Aber viel mehr dann auch nicht, da hört es dann auch auf. Jutti, einen habe ich noch, einen habe ich noch. Ich mache mal die Fragestunde zu Dangerous Journeys zu. Wenn man sich mit Rollenspielen beschäftigt und dann gerade im Fantasy-Genre, das sind dann eher die Mitleidskäufe. Ich meine, es steht hier im Regal. Es frisst kein Brot und es gibt einen großartigen Hintergrund. Ja, also ob ich mir da jetzt ein Teelicht hinstelle, in einer coolen Leuchte für 3 Euro oder für 3 Euro ein Buch kaufe, herrje, finanziell macht es keinen Unterschied und ich stehe auf Bücher. So, aber wir machen jetzt Schluss mit Dangerous Journeys. Wir machen weiter mit einem Rollenspiel, was mich tatsächlich sehr, sehr positiv überrascht hat. Wenn man sich mit Rollenspiel, gerade mit Fantasy-Rollenspielen beschäftigt, dann findet man immer wieder diese Herzblutprojekte, wo eine engagierte Person sehr, sehr viel Mühe, Zeit und Aufwand da hineingesteckt hat, ein Rollenspiel zu entwickeln, aufzuschreiben, zu testen und es dann tatsächlich so weit gebracht hat, dass es dann auch noch lekturiert, illustriert, gelayoutet, gedruckt, gebunden und dann noch verkauft, verteilt, verschickt wird. Und am Ende steht dahinter tatsächlich nur eine einzige Person. Und wenn man dann da reinguckt in diese Bücher, dann findet man da häufig Fehler, die ganz viele andere auch schon gemacht haben. Das typischste Beispiel ist die Vermischung von Fluff und Crunch. Also Hintergrundbeschreibungen und harten Regelerklärungen. Wenn das so alles so durcheinander wabert und nicht eindeutig getrennt ist, dann wird es unklar, dann findet man Sachen nicht wieder, dann funktioniert das Buch am Tisch auch nicht mehr so gut, etc. etc. Und dann findet man wieder so ein Herzensblutprojekt und denkt sich, wow, da ist mal vieles richtig gemacht worden. Ich zeige euch das Ding mal, ein Hardcover. Es heißt Feenlicht. Ich weiß nicht, wer von euch von Feenlicht überhaupt schon mal gehört hat. 2019 ist diese Ausgabe hier erschienen. Die Entwicklung begann aber schon 2012. Das Hardcover gab es für 24 Euro. Und zwar ist das erschienen. Hier steht Tradition. Das ist aber nur eine Self-Publishing-Plattform. Hinter Feenlicht steht Elisabeth Lil Gleis. Hier im Glossar steht noch ein Dead Name, den verwenden wir nicht. Lil hat ein Buch herausgebracht, 2019, 280 Seiten Hardcover, wunderschönes Weiß. Und namens Feenlicht für 24 Euro war das in gedruckter Form erhältlich. Wer Feenlicht interessiert, feenlicht-rollenspiel.de, da gibt es das Ding kostenlos, da gibt es dann auch noch Hintergrund und Weltbeschreibung und Abenteuer und alles mögliche als Download, feenlicht-rollenspiel.de. Da könnt ihr das bekommen. Womit haben wir es hier zu tun? Erstmal, es ist ein Fantasy-Rollenspiel, welches erstmal darauf eingeht, dass es eine gewisse Ordnung von Elementen gibt. Wir haben stoffliche Elemente, Erde, Feuer, Wasser, Luft. Dann gibt es die stofflosen Elemente, Gut und Böse ist ein stoffloses Element. Leben, Unleben sind stofflose Elemente. Licht und Dunkel, ebenfalls stofflose Elemente. Dann gibt es die geistigen Elemente, Verstand und Seele. Und dann gibt es das Prinzip Chaos und Ordnung. Bei Feenlicht kann man verschiedene Völker spielen. Da gibt es die Chitoren, das sind Insektoide mit 8 bis 10 Gliedmaßen. Es gibt die Felia, das sind Katzenmenschen. Es gibt die Fey, geflügelte Feen aus dem großen Wald. Settingband großer Wald unter feenlicht-rollenspiel.de. Gnome, Grauelfen, Halbelfen, Halblinge, Kobolde, Kolosse, Menschen, Riesen, Waldelfen, Zentauren, Zwerge, alle hier schon mit drin. Wie funktioniert das Ganze? Es gibt 7 Eigenschaften.
Diese 7 Eigenschaften sind wiederum diesen Attributen zugeordnet. Ausdauer ist dem Wasser zugeordnet, Behendigkeit ist der Luft zugeordnet, Beweglichkeit dem Feuer, Auffassungsgabe dem Verstand, Psyche der Seele, Erscheinung dem Licht. Und all das sind Gewichtungen, die innerhalb der Charaktere schon eine Ausrichtung, vielen Dank für das Verlinken, die innerhalb der Charaktere schon eine Gewichtung in diese elementaren Hintergrund mit sich bringen. Kaufkosten für die verschiedenen Attribute sind nach Volk unterschiedlich, dafür gibt es jeweils eine Tabelle. Das heißt, man sucht sich ein Volk aus, was man gerne machen möchte. Man verteilt dann Punkte. Die Punkte, die man nicht in die Attribute versenkt hat, werden zu Charakterpunkten. Damit kann man sich dann diverse Fertigkeiten und so weiter kaufen. Es gibt eine ethische Einstellung, was dann dich auf der Gut-Böse-Skala einsortiert. Die grundlegenden Mentalitäten der Völker geben da einen Startwert, aber man kann das variieren. Wie funktioniert das System? Man nimmt einen W20, nimmt den Eigenschaftsbonus aus den Attributen, aus den Eigenschaften. Dazu kommt die Eigenschaft und ein eventueller Bonus gegen eine Schwierigkeit, die in der Regel höher ist als bei anderen D20-Systemen, weil die Werte halt auch ein bisschen, die Skala ist ein bisschen größer skaliert. Also die Attribute gehen, glaube ich, bis zur Pan 30 oder 40 hoch. Also 22 als Startwert für die Ausdauer. Bei wem war das? Bei den Zentauren. Ja. Das ist da schon möglich. Die Skala ist da ein bisschen größer. 24 Ausdauer bei Zwergen als maximaler Startwert ist hier schon möglich. Initiative, genauso W20 plus Geschwindigkeit der Waffe plus 1% der Beweglichkeit. Das heißt, man nimmt seine Beweglichkeit, wenn man da, ich sage jetzt einfach mal eine 15 hat und man hat 30% davon, nimmt man 30% der Beweglichkeit, ist 4,5, es wird abgerundet 4. Hat man also das als den Beweglichkeitsbonus. Geschwindigkeit der Waffe kommt dazu, W20 drauf, fertig ist die Initiative. Angriff funktioniert dann mit Behendigkeit und so weiter. Das Ganze ist, wie gesagt, W20 basiert, wunderschön aufgemacht. Innen keinerlei Artwork, ein paar Symbole vielleicht und ein sehr schön minimalistisches Layout. Ansonsten bin ich immer so der Fan, der sagt, ich möchte sehen, in welchem Kapitel ich bin. Das kann ich auch sehen, aber ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, denn hier ist im Hintergrund der Kapitelname ganz, ganz dünn in Grau. Ich glaube nicht, dass man das sehen kann, aber da steht Magie, weil wir hier im Magie-Kapitel sind. Das Buch funktioniert. Ich habe mir damit ein paar Charaktere gemacht und wir haben hier eine sehr, sehr enge Verwebung von Hintergrund und Regelsystem. Das würde ich tatsächlich gerne mal ausprobieren und testen. Ist im Regelwerk selbst ist wenig Hintergrund, aber den kriegt ihr, wie gesagt, über die Homepage. Ich mag dieses reduzierte Layout. Ansonsten bin ich ja auch ein Fan von tollen Farbseiten, von beeindruckenden Schlachtenszenen und so weiter. Habe ich bei Feenlicht überhaupt keinen Bock drauf. Will ich gar nicht. Ich mag das reduzierte Layout. Ich mag, dass das einfach ist. Das ist sehr, sehr lesbar, sehr zugänglich. Es gibt eine Kurzanleitung dazu mit einer Übersicht über die Regeln. Es gibt ein Glossar, es gibt ein Inhaltsverzeichnis, es sind alle Dinge getickt, die ein Rollenspiel richtig cool machen, richtig schön machen und das ist auch noch kostenlos zu kriegen. Ich freue mich jetzt mal auf eure Fragen zu Feenlicht. Gab es schon eine Folge mit Werwolf? Die Meinung würde mich interessieren. Werwolf habe ich noch nicht gemacht, nein. Das fällt aber unter die World of Darkness und ist damit in dem Stream oder in dem YouTube-Video zu finden, in dem wir die Systeme vorstellen, die man kennen muss. Das ist quasi Grundwissen.
Ah, ich sehe gerade keine Fragen zu viel Licht. Ihr seid alle auf der Seite und schaut euch das gerade selber an. Das finde ich gut. Ich mag das Ding. Und schaut da bitte mal rein. Fähnlicht könnte definitiv ein Blick wert sein. Der Preis ist auch mega gut. Ja, also selbst die 24 Euro für das Hardcover sind definitiv nicht zu viel. Und man kann das einfach runterladen. Für kostenlos. Erzählt bitte der Lil, wenn, was euch dazu eingefallen ist, wie ihr das Ding findet. Ich finde, das ist wichtig, dass da Feedback kommt. Gibt es auch Kämpfe oder ist das ein kampfloses System? Nein, es gibt auch Kämpfe. Ja, als Paperback 15 Euro. Pff, geschenkt. Es gibt auch Kämpfe, da gibt es eine Besonderheit, nämlich Schaden, den man erleidet, der wird immer von einem Attribut abgezogen, also von einer der Eigenschaften. Und ja, dann muss man vielleicht noch mal ein bisschen nachdenken oder gucken, ob man, wenn man Schaden erlitten hat, noch die Anforderungen, zum Beispiel was Körperkraft angeht, erfüllt, um die Waffe oder die Aktion durchzuführen, die man gerade vorhat. Aber wie gesagt, Schaden reduziert die Eigenschaften. Das finde ich auch sehr schön. Man kann auch gezielt Körperteile angreifen oder gezielt so angreifen, dass man ein bestimmtes Attribut angreift. Das ist quasi der gezielte Angriff hier dabei. Ja. Ist es eher erzähltechnisch? Ja, ich würde sagen, es ist eher erzählerisch. Wobei man in der Charaktererschaffung, dadurch, dass man eben direkt mit den Elementen der Weltenkonstruktion, also der Elemente, tatsächlich verbunden ist während der Charaktererschaffung, hat man sofort einen Charakter, der verwoben ist mit seiner Umgebung. Nicht unbedingt mit den anderen Figuren, aber mit der Welt. Er ist dieser Welt erwachsen. Und damit, finde ich, hat man einen sehr tiefgründigen Charakter in seiner Verwurzelung und in seinen Ausprägungen. Wie verhält sich zum Beispiel Seele zu Verstand? Wie verhält sich unter Umständen auch Seele zu oder Verstand zu Feuer? Wie aufbrausend ist man oder kann man sich zurückhalten? So, all solche Geschichten kann man einfach durch den Vergleich von diesen Attributen erkennen. Magie ist sehr, sehr präsent. Es gibt Magieschulen für natürlich die stofflichen Elemente, Erde, Feuer, Wasser, Luft. Es gibt aber auch für Leben und Unleben Magieschulen. Für Licht gibt es Magieschulen, für Verstand gibt es eine Magieschule. Und Feen, Gnome, Grauelfen, Kobolde und Waldelfen bringen jeweils eine eigene Magieschule mit. Halbelfen, sowas ähnliches. Also, man hat einfach hier schon mal alles drin in diesem Buch. Das gefällt mir. Ich bin tatsächlich positiv überrascht von so einem von einem Herzblutprojekt von einer Person, die das selbst herausgegeben hat, was auch an mir ziemlich vorbeigegangen ist. Ich habe das letztes Jahr zufällig in einem Webshop gefunden. Dachte mir, was ist denn das? Ein 280 Seiten Hardcover namens Feenlicht, was komplett an mir vorbeigegangen ist. Monat später habe ich es bestellt und da schmökere ich immer mal wieder drin. Ich finde das wirklich schön. Gut, aber wir legen dann mal Feenlicht zur Seite. Ich mache mal die Fragestunde zu. Jetzt sind wir hier normalerweise an der Stelle, wo ich euch sage, was wir nächste Woche machen. Das ist relativ unspektakulär. Wir machen weiter mit dem Fantasy Februar. Wir haben ja noch einiges vor uns. Das war jetzt ein Achtel des Fantasy Februars. Ich habe noch ein paar Kracher in der Hinterhand, ein paar Sachen noch aufbewahrt. Nicht das ganze Pulver gleich im ersten verschießen. Ein paar interessante Sachen kommen definitiv noch. Bleibt dabei, Fantasy ist das Genre, was am häufigsten mit dem Pen and Paper Rollenspiel assoziiert wird und wo es auch die größte Vielfalt gibt. Also wir haben jetzt hier schon Grim and Perilous Zweihänder, wir haben aber auch schon Feenlicht gehabt. Wir haben Gary Gygax eingestampftes Projekt bei Game Designers Workshop und ein Herr der Ringe Rollenspiel. Das war die Zusammenfassung von heute und nächste Woche wird es bestimmt auch nicht langweiliger werden. Jetzt kommen wir aber zu einem Rollenspiel, welches sich den Spaß gemacht hat, den eigenen Namen
in eine Charakterklasse zu bauen. HARP. High Adventure Roleplay. Yep. Tim Dagger und Heike A. Kubasch haben das geschrieben für Iron Crown Enterprises. 2003 ist das ganze Ding erschienen, 160 Seiten Softcover für $20. Was ist HARP und was will das Ganze? HARP, ich nehme mal schon mal das Fazit vorweg. HARP ist eigentlich die regeltechnische Alternative, das alternative Regelsystem für Rollmaster. Wer die Hintergrundwelt von Rollmasters, von Iron Crown und so weiter mag, aber mit Rollmaster nicht klarkommt, kann immer HARP verwenden dafür. HARP ist eher so für das Casual Play, für auch mal auf einem Con spielen, das einfachere Regelsystem. Es ist nicht Rollmaster Light, das ist ein völlig anderes System. HARP ist komplett eigenständig, hat regeltechnisch mit Rollmaster gar nichts zu tun. Es passt nur auf die gleiche Hintergrundwelt. Es ist eher das eine regelleichtes Alternativregelsystem, um die Geschichten oder die Abenteuer und so weiter von Rollmaster zu verwenden. Wie funktioniert das Ganze? Es gibt 9 Professions, aus denen man wählen kann. Kleriker, Kämpfer, Harper. Ja, Harper, ja, das ist der Bade. Magier, Monk, das ist der Nahkämpfer, der Shaolin-Mönch sozusagen. Ranger, der Waldläufer, der Dieb und der Kampfmagier. All diese Professions kommen mit 8 Attributen daher. Das sind Stärke, Konstitution, Geschicklichkeit, Geschwindigkeit, Selbstdisziplin, Reasoning, also quasi so logikverstandmäßig, Insight, Verständnis, Durchblick und Presence, Erscheinungsbild. Jedes dieser Attribute wird mit einem W100 ausgewürfelt, alles unter 40 darf nochmal wiederholt werden. Also jedes dieser Attribute hat mindestens einen Wert von 40. Danach gibt es noch Skill Points. Und die Proben funktionieren immer so, dass man einen W100 nimmt. Den habe ich da hingeschmissen, da gehört er nicht hin. Ein W100, also 2 W10, einer mit der 10er Stelle, einer mit der 1er Stelle. Und dazu kommt dann ein Bonus aus den Stats, aus den Attributen. Es kommt ein Bonus aus den Skills dazu. Und Ziel der Proben ist es immer, mindestens 101 als Gesamtergebnis zu bekommen. Das heißt, man würfelt den W% und rechnet dann alle möglichen Boni da oben drauf. Wenn man über die 100 kommt, also 101 erreicht, dann hat man es geschafft. Sehr viel einfacher als das viele herumgucken bei Rollmaster. Deutlich schneller. Das ist halt eher Quick and Dirty Rollenspiel und heroischer. Weniger Details, weniger Simulation, weniger Rollenspiel-Systemtiefe. Dafür schnelleres Spiel, immer die gleiche Probe, immer der gleiche Mechanismus. Wenn man Zauber beherrscht, ist jeder Zauberspruch ein Skill, wird genauso verwendet. Man kann die Skills mit verschiedenen Attributen kombinieren. Das heißt, wenn du verstehen möchtest, wie dieses Schloss aufgebaut ist, musst du nicht auf Agility würfeln, weil das ist, was man zum Schlösseröffnen verwendet, sondern du nimmst Verstand als Attribut dazu, kombinierst das mit deinem Skillrang in Schlösserknacken und fertig. Das ist deutlich flexibler, deutlich einfacher, deutlich verständlicher, wesentlich streamlined, würde man heute sagen. Gemacht worden ist das von, wie gesagt, Tim Dagger und Heike A. Kubasch. Und diese Heike A. Kubasch, von der habe ich relativ wenig gefunden, außer, dass sie zu der Zeit, als das erschienen ist, Präsidentin, also Chefin, der oberste Chefin von Iron Crown Enterprises gewesen ist. So. Und die wollte mit Sicherheit was haben, was einfacher funktioniert als ich habe gerade herausgefunden, HARP ist als PDF erhältlich. Ich weiß nicht, ob es in gedruckter Form erhältlich ist, als PDF kann man das aber kaufen. Deutlich leichter, schneller und offener als Rollmaster, in sich konsistenter, weil es immer der gleiche Regelmechanismus ist.
tatsächlich eine veritable Alternative, um die Sachen, die für Rollmaster gemacht worden sind. Es gibt ja viele Abenteuer und sowas, die müsste man dann eben zu HARP konvertieren. Aber das hier ist eher auf Casual Play ausgelegt, eher auf Zugänglichkeit, auf ja, Spielbarkeit tatsächlich. Schnell ans Spiel zu kommen, mit einem immer wieder sich wiederholenden Regelmechanismus. Ich mach mal die Fragestunde auf. Interessiert mich jetzt, was ihr von HARP wissen wollt. Währenddessen zeige ich mal den unspektakulären Charakterbogen. Da, das ist er. Hier stehen die Statistics. Ja. HARP. Als spielbare Völker gibt es Menschen, Zwerge, Elfen, Gnome, Halblinge und Grüx. Das ist so eine Mischung aus Orks und Klingonen, nur ein bisschen friedliebender als die Summe der beiden. Gibt es HARP auf Deutsch? Ich habe es nicht auf Deutsch, ich habe nichts auf Deutsch gefunden, kann mir aber durchaus vorstellen, dass es da mal Anstrengungen gegeben hat. Das kann ich aber nicht genau sagen. Klingt sehr interessant. Ja, finde ich auch, vor allen Dingen, weil es als Fantasy-Rollenspiel so einfach tatsächlich mal funktioniert. Von Leuten gemacht, die genau das Problem mit Rollmaster haben, was man häufig bei Fantasy-Rollenspielen hat. Die überkomplizieren das. Und mit HARP ist das deutlich zugänglicher. Hier hat man, wie gesagt, nicht die Detailtiefe. Es ist eher grob, es ist eher ungenau, also nicht so simulativ, aber das muss es ja auch nicht immer sein. Juti. Also tatsächlich habe ich dieses Buch auch aus einer Grabbelkiste gezogen und ich bin mir sehr sicher, dass ich weniger als 10 Euro dafür bezahlt habe. Also, das ist deutlich zugänglicher, wenn man ein bisschen weiß, womit man es da zu tun hat. Aber genau darum mache ich ja diese Videos, damit ihr das dann auch wisst. Und um den Preis meiner Sachen in die Höhe zu treiben. Nein, damit ihr auch euch, damit ihr wisst, was ihr vielleicht haben wollt. Und wenn ihr sagt, nee, ich kenne Rollmaster, unsere Runde funktioniert damit. Okay, dann fasst HARP nicht an. Wenn Rollmaster bei euch funktioniert, bleibt bei Rollmaster, dann ist HARP nichts für euch. HARP macht aber die Sachen, die für Rollmaster gedacht sind, einfacher, zugänglicher. Die Frage ist, wo gibt es noch so Grabbelkisten? Im Rollenspielladen deines Vertrauens. Ich habe mir tatsächlich den Spaß gemacht und bin in meinem Weihnachtsurlaub, als es eine Aufzeichnung von der Grabbelkiste gegeben hat, auf dem Weg durch Westdeutschland an einem Tag durch 6 Rollenspielläden gezogen und habe ein paar Dinge gekauft. Nicht so viel, wie ich wollte, aber es gibt diese Kisten. Guckt einfach mal nach. Gleich mal schauen, wo man sich das Regelwerk runterladen kann. Das ist die Einstellung. Juti, Schluss mit HARP. Ich mache mal weiter mit einem anderen alten Kracher. Das sieht älter aus, als es tatsächlich ist. Dann hast du einen guten Schnitt gemacht. Bei einem bekannten Online-Händler gibt es das für 298 Euro. Das würde ich nicht ausgeben. Bitte nicht. Dann brauchen wir mal einen Tipp. Mein Rollenspielladen nimmt immer dasselbe. Solche Läden gibt es in ganz Bayern nicht. Ja, ich habe gesagt Westdeutschland. Da ist tatsächlich noch eine brauchbare Dichte davon vorhanden. Besuch diese Läden bitte reichhaltig. Und Bayern, muss man tatsächlich sagen, ist, was Rollenspiel angeht, eine ziemliche Diaspora. Da gibt es wirklich erstaunlich wenig. Juti, das nächste. Von Terry Copley, DJ Hackney, Mark Hedrick, Mark Jones, Lewis Nichols und Darren Sills. Yep, das ist eine komplette Rollenspielrunde. Die haben ihr Haussystem, ihre Hausregeln gesammelt, zu einem Buch zusammengeschrieben und es veröffentlicht. Das heißt dann auch noch PLK. The Official Game Book.
Was ist das? Das ist ein Fantasy-Rollenspiel von Pharaoh Games, ist das erschienen in Oklahoma City. Sind hier angesiedelt. Oklahoma City, wissen wir alle, da ist das Cowboy- und Western-Museum. aber das hat gar nichts mit Cowboys oder Ähnlichem zu tun. PDK ist die niedergeschriebene Hausregelsammlung dieser Herrschaften, die eine Rollenspielrunde spielen seit ewigen Zeiten. 96 haben sie sich dann entschieden, das mal für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen, was sie da so haben. Und das ist ein, ja, ich würde mal eher sagen, so standardmäßiges Fantasy-Rollenspiel mit ein paar Twists. Es gibt Zwerge, Elfen, Menschen, Minotauren. Das sind so die Standardvölker. Es gibt dann aber noch die Equirda. Das sind quasi Zentauren. Nur die Pferde, der Pferdeanteil von diesem Zentaure ist nicht Pferd, sondern Hirsch. Die haben auch noch Geweih unter Umständen. Dann gibt es die Monkey oder Monkey ausgesprochen. Das sind tatsächlich Affenmenschen. Ja. Monqui. Monkey. Affenmenschen. Ja. Und die Tigara. Das sind Katzenmenschen. All diese Professionen können diverse, nein, all diese Völker können diverse Professionen erlernen. Natürlich können die Conqueror werden, Eroberer. Yep. Nein, das ist nicht postkolonialistisch. Conqueror, Mage, Magier, Priester in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen: Battle Priest, Mercy Priest und Power Priest. Theurgist, Theurge, Warden und Warlock. Manche von diesen Zauberklassen müssen ihre Spellpoints tatsächlich vor der Verwendung bestimmten Zaubern zuordnen. Andere sind da eher spontaner. Manche Götter erlauben nur bestimmten Professionen eine gewisse Gefolgschaft, denn die Religion hier in diesem System ist ziemlich prägnant. Die Völker, die ich euch gesagt habe, sind diejenigen, die in der Welt von Pelika eine Seele haben können. Und nur Völker oder nur Personen und Wesen mit einer Seele können Devotion sammeln, Hingabe. Und mit Devotion kann man dann halt auch tatsächlich eine Profession wählen, Stufen aufsteigen, leveln, all das coole Zeug, was man normalerweise mit XP macht. Dafür braucht man Hingabe zu den Göttern. Und diese Devotion zu sammeln, ist das Ziel von PDK. Ist das Ganze irgendwie, wenn man jetzt schon denkt, Oklahoma, Südstaaten, USA, ist das christlich? Nicht wirklich. Dafür gibt es zu viele verschiedene Götter. Also keine Sorge, so schlimm ist es nicht. Aber nicht jeder hat eine Seele, nicht jeder kann Devotion sammeln und nicht jeder kann leveln und Stufen aufsteigen und so weiter. Was hier sehr schön ist, ist das Initiative-System. Achso, ich habe noch gar nicht gesagt, wie denn das System funktioniert. Genau. Es gibt ein paar Attribute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Unter anderem Beauty. Beauty ist ein Attribut. Dazu kommen noch Senses, also Wahrnehmung, die Sinne. Sanity, auch das ist ein Attribut, also geistige Stabilität sozusagen. Piety, Frömmigkeit, Glaube. Mentality, das ist Intelligenz sozusagen. Reflexe, Stamina und Strength. Es werden zum Bestimmen der Attribute 3 W10 gewürfelt. Der niedrigste wird ignoriert. Also die beiden höchsten von den dreien werden zusammengezählt. Es kommen dann noch 10 dazu. Und dann werden aus dieser Summe dann verschiedene Modifikatoren abgeleitet. Das ist allerdings nicht so schön wie bei bekannten Marktführern, dass es für den Wert 18 immer ein Plus 4 oder sowas gibt. Nein, jedes Attribut hat eine eigene Ableitungstabelle. Wie gesagt, was ich schön fand, war die Initiative-Regel. Verwendet wird ein W10 plus Reflexbonus plus bestimmte Modifikationen, zum Beispiel von der Waffe. Jede Runde hat aber nur 10 Sekunden. Kommst du mit dem allen zusammen auf über 10,
hast du in dem Moment diese Runde keine Angriffsaktion. Du hast immer noch die Bewegung. Die Dinge, die du halt außer dem, der Hauptaktion, dem Angriff oder dem Zauber in dieser Runde machen wolltest, passieren vorher in der sogenannten Closing Time. Das heißt, wenn es heißt, du brauchst, um dahin zu laufen, von den 10 Sekunden einer Runde brauchst du 4, dann hast du schon mal ein plus 4 hier drauf. Ja? Und dann hast du ein W10. Im besten Fall hast du einen negativen Reflexbonus, der reduziert dann wieder und würfelst nicht allzu hoch, um dann überhaupt in der Runde das tun zu können, was du vorhast. Wenn das Ganze initiativemäßig über die 10 hinausgeht, findet es diese Runde nicht statt. Und das, was am ersten hinten runterfällt, ist dann halt der Angriff oder der Zauber, sprich die Wunschaktion. Bewegung und so weiter wird da eher priorisiert. Die arkane Magie heißt hier Axiome, Axioms, und die klerikale Magie, das sind die Incantations, quasi Gesänge. Es gibt eine, sobald man den Mindesttrefferwurf um das Doppelte übertrifft, hat man einen kritischen Treffer gelandet. Und hier gibt es eine schöne Crit-Tabelle. 46 bis 47. Wie gesagt, der Angriff ist ein W-Prozent plus Modifikatoren. Auch das ist ein W-Prozent-System, welches nach oben offen ist. Die Tabelle für die kritischen Treffer geht bis, wie gesagt, ein W10 plus minus Modifikatoren, geht bis 510. Und das hier ist eine epochal blutige, gefährliche, tödliche, kritische Treffertabelle. Wenn man den Mindestwurf zum Treffen nicht mal zur Hälfte erreicht, hat man einen kritischen Patzer fabriziert. Und ja, auch die sind nicht so schön, aber nicht so die Katastrophe. Also das hier ist Critical Fumble und das alles hier ist kritischer Treffer. Ja. Jupp. Ich mach mal die Fragestunde auf, während ich euch noch ein paar Sachen von innen zeige. So Artwork und so weiter. Der nächste Laden ist 35 Kilometer weit weg. Habe ich kurz im Internet gefunden. Werde ich demnächst mal besuchen in Essen. Wenn es 35 Kilometer sind, sei froh. Fahr da regelmäßig hin. Lass Geld dort. Die Läden brauchen das. Zentauren mit Geweih sind Alseide aus Mythgard. Das sind hier halt keine Zentauren mit Geweih, sondern tatsächlich, wenn Zentauren quasi Pferdemenschen sind, sind das Hirschmenschen. Ich zeig die mal gerade. Auf Seite 34 ist eine Abbildung. Ich hoffe, man kann das halbwegs erkennen, wie das aussehen soll. Ziemlich elegant, ziemlich schlank, ganz gut. Das Layout hier drin ist ja frühe 90er, war 96, gab es auch schon schönere Sachen. Passt, also die sind auch Hirschwesen. Okay, dann haben wir das ja in Ordnung. Ah ja. Diese majestätische Dame, gleich bei dem zur Einführung des Charakterkapitels. Jupp, yep. Das ist schön. Das Artwork reicht von ganz schön bis nicht so schön. Also sowas da finde ich dann tatsächlich nicht mehr so schön. Und ich hätte mir auch ein bisschen mehr Liebe im Layout gewünscht. Das hätte man damals schon besser machen können. Ist das eine allgemeine Crit-Tabelle oder ist die physischer Kampf und magischer Kampf unterteilt? Ich glaube, die ist soweit allgemein gefasst, dass das keinen großen Unterschied macht.
Ja, du machst Blutung, dass also pro Runde dann noch mal Schaden dazukommt, ernsthafte Wunde oder dreifacher Schaden, bewusstlos geschlagen für 2 W10 Sekunden, doppelten Schaden, du verwundest den Waffenarm, minus 25 auf Angriffswürfe, schwere Wunde. Das ist relativ variabel auch für physische Zauber verwendbar, würde ich sagen. Aber da sind wir, wie gesagt, schon bei den Proben, die in den 300er, 400er Bereich gehen, mit einem W100 Wurf. Da musst du schon einige Modifikatoren hinbekommen. Ah, der Hirschmensch hat eher was von der Hindin in der griechischen Mythologie, mit deren Blut man Götter töten konnte. Okay. Wenn ihr damit in den griechischen Göttermythos einsteigen wollt, ist das wahrscheinlich sogar machbar. Bei WoW heißen sie Dryaden, dafür gibt es viele Namen. Okay, ja, also ja. Hirschwesen sind nicht exklusiv bei Pelika, aber selten zu finden in Fantasy-Rollenspielen. Deswegen dachte ich mir, sie sind vielleicht erwähnungswürdig. Sind die Götter so blutrünstig? Nicht alle. So, guten Abend. Das ist so ein Ding, das ich vielleicht nicht spielen würde, aber im Regal macht sich das bestimmt gut als Ideensteinbruch. Puh. Wie gesagt, das ist eher schon die gesammelte, die Pelika, the Official Gamebook. Das ist eher so die Ideensammlung von einer Rollenspielrunde. Definitiv auch ein Indie-Ding. Pharaoh Games und Ivory Steel, die beiden Firmen, die es herausgegeben haben, sind auch gehören auch Leuten aus dieser Spielrunde. Die haben tatsächlich auch immer noch eine Homepage, die sie am Leben erhalten, seit 96. Ja? Das heißt, auf Pelika Info oder so ähnlich, Pelika.info, irgendwie so, müsst ihr mal, guckt mal bitte nach, ob ihr das gerade findet. Da gibt es immer noch eine Seite, die von den Leuten tatsächlich am Leben erhalten wird. Leider kein Charakterbogen als Download. Und Weltkarten haben wir auch schon schönere gesehen. Ja. Als PDF scheint es das nicht zu geben. Nee. Ich glaube nicht, dass es das als Download gibt. Pelika.info. Dankeschön für das Nachgucken. Yep. Tag der Charakterbogen. Ich frage mal demnächst beim Fischkrieg nach alten Ladenhütern. Ja, der Fischkrieg, den gibt es noch gar nicht so lange. Aber schöne Grüße an den Ralf. Der ist auch cool. So, dann mache ich mal die Fragestunde zu Pelika zu. Und wir gehen zur nächsten Baustelle. Das ist auch tatsächlich eine Baustelle. Denn das nächste ist gar nicht so sehr ein eigenes Rollenspiel, wie vielmehr ein Werkzeugkasten für das Worldbuilding oder ein Ideensteinbruch, um sich dort coole Sachen zu klauen für das eigene System. Ich zeig's mal gerade. Es heißt Fantasy Craft. Fantasy Craft von Crafty Games, tatsächlich zusammen mit Flaming Cobra, also Mongoose im Vertrieb, erschienen. Im Jahr 2009 kostete dieses 400 Seiten starke Hardcover, das ist übrigens erstaunlich leicht, ja, das ist auch ein bisschen Papierqualität. Je leichter so ein Hardcover ist, desto dünner ist das Papier. Und je schwerer es ist, so wie Zweihänder, da wurde der harte, schwere Papier angekreuzt. Hier war es eher das leichte, bisschen preiswertere Papier. Macht aber nichts. 400 Seiten Hardcover kosteten $49,95. Als PDF immer noch erhältlich für 19,95.
Und jetzt erzähle ich euch nochmal, ob das was kann oder nicht. Alex Flagg, Scott Guerin und Patrick Capera haben das geschrieben. Und das basiert auf dem, was der Verlag Crafty Games schon bei Spycraft gemacht hat, nämlich ein Toolkit zu erstellen, einen Werkzeugkasten zu erstellen, um entweder selbstständig sich ein Setting in eine spielbare Form zu bringen oder das eigene Spiel zu modifizieren, Hausregeln vorzuschlagen, einen Ideensteinbruch zu haben, aus dem man bitte hemmungslos klauen kann. Und genau das soll Fantasy Craft sein. Worldbuilding ist hier als Kapitel drin, um sich seine eigenen Welten zu machen. Wenn man stattdessen könnt ihr natürlich auch der Mayri oder dem Thomas Römer drüben auf dem Hauptkanal, wenn ihr gerade YouTube guckt, ansonsten hier auf diesem Orkenspalter-Kanal zuhören. Die bauen auch eine Welt, das ist auch sehr spannend. Das hier ist ein Werkzeugkasten, wenn ihr das zu Hause machen wollt. Worldbuilding hat ein eigenes Kapitel. Adventure Building, also Abenteuergestaltung, hat ein eigenes Kapitel. Balancing hat ein eigenes Kapitel am Beispiel der Gegner. Es ist eher generisch, also eher EDO-Fantasy. EDO steht für Elf, Dwarf, Orc, also diese Standard ein paar Fremdvölker Fantasy ist hier ausgeführt. Und das ist ein Ruleset, kein eigenes Rollenspiel, so sagt es jedenfalls selber. Es ist ein stark modifiziertes D&D 3 D20 System. Es hat auch die OGL mit drin, die Open Gaming License von D&D und D20. Aber es ist so stark modifiziert, dass man eigentlich D20 und D&D dann nicht mal wiederkehrt. Zum Beispiel ist das erstmal ein Punktekaufsystem. Das war bei D&D erstmal auch so nicht vorgesehen. Das ist erst später dazu gekommen. Dann heißen einige Völker anders. Es gibt Dwarfs, Elves, also Zwerge, Elfen. Ja, es gibt die Halblinge, die heißen hier aber Pech, P-E-C-H oder Pech, wie auch immer. Orks gibt es, Goblins, es gibt die Drakes, also so Drachenmenschen, Drakonier, Riesen, Oger, Rootwalker, also das sind, ja, Wurzelgeher, das sind Ents, Baummenschen. Ich bin Groot, ja, ist hier eine spielbare Form. Es gibt die Saurianer, das sind also Echsenmenschen, Lizardmen, und die Unborn, die Ungeborenen, das sind alles, was unter dem Bereich Konstrukte, Golems, Frankensteinische Monster, Roboter oder ähnliches fallen, das sind Unborn. Charakterklassen gibt es auch noch. Assassins und Burglar, also Einbrecher. Captain, das ist ein Anführer oder Offizier. Explorer, das ist effektiv Indiana Jones. Courtier, der Höfling. Keeper, das ist ein Bücherwurm. Lancer, das ist Lancer ist jede Charakterklasse, die mit einem Tier durch die Gegend läuft. Das kann der orkische Wildschweinreiter sein, das kann aber auch der Ritter auf seinem Ross sein, das kann alles mögliche andere sein, was halt tatsächlich ein Tier als Begleiter dabei hat. Magier, Priester, Sage, der Universalgelehrte sozusagen, der vom Leben Lernende. Scout und Soldat, das gibt es dann auch nochmal. Alchemisten, Beastwalker, Edgemaster, Klingenmeister, nicht Edgelord, Edgemaster. Paladin, Rune Knight und Swashbuckler, das sind die Elite, oder die Expert Classes. Attribute, das Hauptregelsystem kennt ihr von D&D oder D20. Ich zeige euch mal gerade, wie der Charakterbogen bei Fantasy Craft aussieht. Das ist im Grunde genommen nur ein etwas umorganisierter D&D 3 D20 Charakterbogen. Nichts Außergewöhnliches. Aber man hat hier sehr, sehr viele Ideen, wie man sich sein D20 und D&D auf den eigenen Wunsch anpassen kann, wie man sich Regelelemente dazu holt, die einem im Kernsystem fehlen, wie man Sachen ersetzen kann, die einem nicht gefallen. Zum Beispiel gibt es für D&D 3.5 eigene Schifffahrtsregeln, wenn einem die nicht gefallen, hier kann man sich selbst sein eigenes
Regelsystem dazu erstellen, wenn man das denn möchte. Und das Schöne ist, das, was für D&D 3 funktioniert, das funktioniert sehr, sehr ähnlich auch für D&D 5. Man mag überrascht sein, aber so groß sind die Unterschiede da tatsächlich nicht, wenn man erstmal auf dieser Ebene der Regelanpassung und am Regelsystem herumschrauben ist, dann ähneln sich die beiden Sachen doch sehr. Also die Würfe, die man bei D&D 3 erzielen kann mit Fertigkeiten und so weiter, die sind in der Regel höher als bei D&D 5, aber ansonsten tut sich da nicht allzu viel. Sehr, sehr schöner Baukasten, sehr schöne Umsetzung, sehr fachkundig gemacht. Das Layout ist brauchbar, das Artwork, also leider nur schwarz-weiß, auch hier hätte ich mir Farbe gewünscht. Toller Steinbruch, der auch tatsächlich für D&D 5 funktioniert. Und jetzt möchte ich gern wissen, was ihr zu Fantasy Craft von mir wissen wollt. Also ist ein Homebrew-Kit. Ja, tatsächlich ist das eine Regelsammlung, die es ist ein hervorragender Steinbruch für regeltechnische Umsetzungen, die man in seinem eigenen System oder in der eigenen Runde gerne hätte, wenn das eine D&D-Runde ist. Das geht über Zauberbaukästen, das geht über Lore, also Hintergrundwissen, wie man das erstellt, wie man das verwendet und so weiter. Charakterklassen erstellen, Welten bauen, wie soll sich das anfühlen, what's the spirit of your game, Nationen und Organisationen, Ausrüstung, Sprachen und so weiter, Kalender, Gesetze, Geschichte, Geografie, Kampagnen, Qualitäten, Abenteuerbau, Action Dice, GM Action Dice. Mit den Action Dice kann man also einen Wurf verstärken, seine Verteidigung verstärken. Man kann damit einen Crit bestätigen, einen kritischen Treffer. Man kann auch einen Crit damit abwehren, auch nicht verkehrt. Man kann Fehler anderer damit aktivieren oder heilen. Das sind Action Dice. Wie gesagt, es ist hier als Regelvorschlag ausgearbeitet. Ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch gibt. Das Original von 2009 in dieser Hardcover-Ausgabe kostet 49,95. Das PDF habe ich gesehen für 19,95. Also, wenn ihr mit Systemen herumbastelt, die D&D nah sind, D&D 3, D&D 5, dann könnt ihr mit Fantasy Craft was anfangen. PDF 19,95 ist das Risiko, was ihr eingeht. Es ist ein Werkzeugkasten, es ist ein Toolkit. Damit kann man, als Steinbruch kann man das super verwenden, um von dort zu klauen. Und hey, alles, was ihr nicht veröffentlicht, dürft ihr zusammen klauen, wo ihr es wollt. Völlig legal. Das heißt, niemand, der D&D spielt, muss ausschließlich D&D-Sachen verwenden. Nein, man darf alles Mögliche verwenden beim Veröffentlichen und Geld verdienen. Da wird es dann sensibel, aber wer das nicht tut, darf klauen. Hey, das ist Fair Use und das ist der Heimgebrauch. Da hat keiner was gegen. Juti, wenn ihr keine weiteren Fragen zu Fantasy Craft habt, mache ich hier mal zu. Trinke einen Schluck. Denn jetzt geht es auf den Endspurt. Ein Rollenspiel, das ich in zwei Inkarnationen wieder da habe. Denn die erste Inkarnation besteht eigentlich aus drei Boxen, von denen ich nur eine habe. Denn eine ganze Zeit lang, über mehrere Monate, war die zweite Box nur im Bereich von 2400 bis 2000 irgendwas Dollar zu bekommen. Und da hatte ich schon einen Haken dran gemacht, ich werde das wohl nie zu Ende bekommen. Aber dann habe ich festgestellt, Mensch, das gibt's auch als ein monolithisches Grundregelwerk. Yes! Wir reden über Dragon Age.
Dragon Age hat ein eigenes Fantasy-Rollenspiel. Die geboxte Version sieht so aus. Und in dieser ersten Box, da unten steht auch drin, Set 1 for Character Levels 1 to 5. Also für Charakterstufen 1 bis 5. Die Stufen 6 bis 10 oder so sollten damals irgendwie $2,500 kosten. Da habe ich mir schon gedacht, ey, nee, werde ich niemals kriegen. Schade. Wieder so ein unvollständiges Ding, was hier im Regal herumschimmelt. Aber dann habe ich festgestellt, dass in 2015 dieses Buch hier erschienen ist. 440 Seiten Hardcover für 59,95. Die Boxen 29,95 original. Dann habe ich mir das hier nochmal gekauft. Ist dann tatsächlich das Dragon Age Rollenspiel von Chris Pramas in seinem eigenen Verlag Green Ronin Publishing herausgebracht worden. Und wenn man so ein Ding verwenden kann, dann sollte man das gut machen. Und tatsächlich ist das auch gut. Das Ganze hier ist ein Rollenspiel mit der Advanced Gaming Engine. Die eigentlich auf W6 passiert. Konstitution, Cunning, Dexterity, Magic, Strength und Willpower sind die Attribute. Dazu kommen noch Communication und Perception als Zusätze. Es wird mit 3W6 gewürfelt bei den Startwerten. Die werden da auf einer Tabelle verglichen. Da gibt es dann Werte von minus 2 bis 4. Meistens ist das 0 bis 2 oder vielleicht mal eine 3 oder sowas. Skills geben dann noch einen Fokus auch in einem dieser Attribute. Und damit hat man eigentlich schon so ziemlich alles zusammengebaut. Die Backgrounds, die man spielen kann, sind Apostat, Avatar, Circle Mage, City Elf, Dalish Elf, Ferelden Freeman, Surface Dwarf, also Oberflächenzwerg. Genau, die Klassen sind Mage, Rogue, Warrior. Und Proben sind immer so, dass man 3W6 würfelt. Dazu kommt die Ability, die man hat, mit dem Bonus, den man vorhin aus der Tabelle ausgelesen hat, plus einen entsprechenden Fokus, wenn man hat. Durchschnittliche Schwierigkeit ist 11. Challenging ist dann schon 13, was dann hiermit erreicht werden muss. Und das geht dann bis zur 21 hoch, wenn es richtig, richtig heftig werden soll. Das funktioniert erstaunlich gut. Ich habe zweimal Dragon Age gespielt. Das System funktioniert sehr, sehr schnell. Es wird noch ein vierter Würfel mit hinzugewürfelt. Der hat eine andere Farbe, das ist der Dragon Die, und der definiert dann den Erfolgsgrad, den man hat. Und das ist tatsächlich ein wirklich, wirklich brauchbares Rollenspiel, wenn man auf so ein Encounter-basiertes, relativ kampflastiges Spiel steht. Die Hintergrundwelt ist nicht so detailliert ausgeprägt, dass man da tatsächlich ewig lange in die Tiefen einsteigen kann, aber die Kämpfe sind toll. Die sind echt spannend, können sehr taktisch werden. Da überlegt man sich tatsächlich manchmal oder häufig, ob man jetzt selber einen Bonus auf irgendeinen Angriff nimmt oder ob man jemand anderen, der einen erfolgreicheren, stärkeren Angriff zur Verfügung hat und den schon vorbereitet, ob man dem vielleicht einen Bonus verteilt, wie auch immer. Das Ding ist ein kleiner Geheimtipp für den Bereich Pen and Paper im Fantasy-Bereich, ich sage es mal, nicht allzu tief in Hintergrundwelten eintauchen möchte. Wenn man in einen Dungeon Crawl machen möchte, wenn man ein Wildnisabenteuer machen möchte, wenn man ein cooles Monster irgendwo gefunden hat, hier hinein konvertieren, damit und das dann auf die Helden loslassen, großartig. Unkompliziert, das System ist sehr intuitiv, das hat man nach einer Stunde Spiel so drin, das geht ratzfatz. Charaktererschaffung unbedingt selber machen, nicht die vorgefertigten Charaktere nehmen. Das hat nichts damit zu tun, dass die schlecht wären oder sowas, aber
Gerade bei dem Ding geht das ziemlich schnell. Man hat die Optionen sind schnell genannt. Mit einer Einsatzbeschreibung hat man die Optionen alle dargelegt. Und der Hintergrund ist genug, ist ausführlich genug dargelegt. Charaktere unbedingt selber erstellen, damit man weiß, womit man es zu tun hat. Und dann kann es direkt losgehen. Das System ist, wie gesagt, intuitiv und schnell genug. Da verheddert man sich nicht drin. Es gibt keine riesigen Tabellen oder sowas. Dafür gibt es aber schönes Artwork. Und wie gesagt, wir sind im Jahr 2015, als das Ding hier erschienen ist, dieses Buch. Da haben wir ein modernes, zeitgemäßes Artwork, das mich von innen immer so ein bisschen an Pathfinder erinnert. Die waren damals sehr erfolgreich. Kein Vorwurf. Ja. Ja, also das ist, wenn ihr mal eine Runde auf einem Con seht, wo Dragon Age angeboten wird, probiert das mal aus. Das wird euch wirklich überraschen. Hintergrund ist Thedas, also The Dragon Age Setting. Ja, gerade auch im Chat. Genau, Thedas ist The Dragon Age Setting. Das ist das gleiche wie in den Computerspielen von Dragon Age Origins. Es spielt in der gleichen Hintergrundwelt. Wenn ihr da schon Hintergrund von der Welt kennengelernt habt oder wenn ihr euch Let's Plays davon angucken, guckt von Dragon Age Origins, dann werdet ihr was über die Welt von diesem Rollenspiel hier lernen. Und es ist tatsächlich das gleiche wie das hier, nur das hier ist anders organisiert in so einer Heranführung über mehrere Boxen für Leute, die mit Fantasy-Rollenspielen schon Erfahrung haben. Das dicke Ding hier, wie gesagt, 440 Seiten, schwer, schwerer als Fantasy Craft, bessere Papierqualität und Farbe. Natürlich, sie hatten das ganze Artwork von den Computerspielen schon zur Verfügung und konnten es verwenden. Das macht natürlich einiges einfacher. Ich freue mich auf eure Fragen zum Dragon Age Rollenspiel. Danke für den Tipp. Dafür mache ich das hier. Thetas hört sich erstaunlich stimmig für so ein Zufallsprodukt an. Das ist kein Zufallsprodukt. Ja, das ist ein BioWare-Hintergrund. Oder der Dragon Age-Hintergrund kommt von BioWare. Und da ist auch definitiv eine Computerspiel-Lizenz mit verbraten. Das heißt aber nicht, dass ihr irgendetwas mit BioWare zu tun habt, wenn ihr dieses Buch hier kauft. Die Welt ist gut ausgedacht, funktioniert tatsächlich, und das kann ich bestätigen, die Welt funktioniert und vor allen Dingen dieses System funktioniert für die Art von Spiel, für die es gedacht ist. Hier geht es nicht um riesige Verschwörungen und so weiter. Man kann hier zwar auch große Kampagnen spielen, das ist möglich, aber es geht auch eher an den Casual Gamer, also an denjenigen, der sich nicht wochenlang mit der Tiefe eines Rollenspielsystems beschäftigen möchte, sondern einen Einstieg in ein Rollenspiel haben möchte, der möglichst niedrigschwellig ist, wo man viele Optionen hat und wo man relativ schnell ans Spielen kommt. Encounter basiert und wenig Hintergrund, also Computerspiel am Spieltisch oder Fanservice für die Computerspiele. Also wenn du mir die Wahl so einengst, ist es eher Computerspiel am Spieltisch. Aber hier ist tatsächlich auch, und wenn man die Computerspiele dann dazu noch kennt, dann hat man genug Hintergrundwelt, um auch über das, was am Computer dargestellt werden kann und in den Computerspielen verarbeitet wird, hinaus tolles Rollenspiel zu spielen. Und das geht. Und dafür ist das Dragon Age Rollenspiel tatsächlich geeignet. Gibt es auch Begegnungen mit bekannten Charakteren aus den Spielen, beziehungsweise sind schon Charakterbögen für sie angelegt? Das müsste ich jetzt da tatsächlich gucken. Hier ist auch ein... Ich zeige euch gerade mal den Charakterbogen. Hier ist auch ein Mass Battle Force Card. Denn Dragon Age kommt mit einem Massenkampfsystem, welches es erlaubt, auch Kämpfe mit sehr, sehr vielen Beteiligten relativ schnell abzuhandeln, ohne dass man da in eine Würfelorgie kommt. Jetzt müsste ich mal gucken, ob es bekannte
NSCs gibt. Ich glaube eher nicht. Invisible Chains, The Autumn Falls, Battle's Edge, Anger. Nee, ich glaube nicht. Nö. Brauchen die grauen Wächter Lyrium in dem System? Puh, das kann ich nicht beantworten. Da so tief bin ich nicht eingestiegen, muss ich gestehen. Auch in den zwei Con-Runden, die ich mitspielen durfte, sind wir keinen Grauwächtern begegnet. Oder gibt es besäftigte Magier? Das weiß ich nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das auch als PDF gibt. Schau es bitte mal nach. Ansonsten, wenn du Dragon Age Fan bist und so spezifisch in dieser Welt drin bist, machst du nichts falsch, wenn du dir die 59,95 für das Buch in die Hand nimmst und dir das Rollenspiel kaufst. Tatsächlich ist das gut. Es gibt einen Faces of Thedas Zusatzband. Ich denke, da kommt einiges an NSC. Ah, okay. Und das gibt's gibt es auf Drive-Thru auch als PDF zu kaufen. Das dürfte günstiger sein als die 59,95, oder? Yes. Ah, nice. Ja, genau. Sehr schön. Dann mache ich mal 29,95. Ja, halber Preis. Ich bitte euch. Das ist es mal definitiv wert. Selbst nach so einem ganz kurzen Einblick, wie wir ihn hier bieten können. So, dann mache ich jetzt hier mal die Fragestunde zu Dragon Age zu. Und wir kommen zum letzten Rollenspiel. Genau, in den Faces findest du deine alten Freundinnen und Freunden aus den Spielen wieder. Ja, das Hardcover gibt's für 38,55 beim bösen A. Ah, okay. Ja. Kann sogar sein, dass das immer wieder mal reduziert ist. Ja, wenn ihr es noch günstiger kriegen könnt, bitte sehr. Wenn es angeboten wird, im regulären Verkauf. Ich habe aber noch einen habe ich noch. Dann sind wir auch bald durch für heute. Und zwar, wir machen noch mal ein deutsches Rollenspiel. Aus dem Jahr 2002. Yep, 20-jähriges Jubiläum hat dieses Rollenspiel heute. Und wir reden über Arcane Codex. Ein deutsches Rollenspiel von Saskia Nescher und Alexander Jung, bei dem Verlag Nackter Stahl in Köln erschien, 376 Seiten. Das hier ist die erste Edition aus 2002. Inzwischen gibt es eine dritte Edition und da hat sich einiges dran verändert. 38 Euro hat das damals gekostet und ist Dark Fantasy. Es gibt ein Setting namens Krajor, welches vergleichsweise abwechslungsreich ist. Hintergrundwelt, die sich ebenfalls grim daherkommt. Also ein bisschen düster, ein bisschen finster. Nicht so gefährlich wie bei Zweihänder, aber mal definitiv abwechslungsreich und gefährlich, düster, böse Mächte, ja, gibt es einige davon. Die Probe von bei Arcane Codex, der Regelmechanismus, ist nicht ein W20. Nein. Man verwendet 2 W10, aber nicht als W-Prozent, sondern tatsächlich in Summe. Das gibt eine ähnliche Range, also eine ähnliche Ergebnisbandbreite wie bei W20, aber eine andere Verteilung. Und da ist es dann tatsächlich relevant, sich anzugucken, wie denn die einzelnen Skills und so weiter, die man so mit sich bringt, wie die denn verteilt sind auf die häufigsten, statistisch häufigsten Würfelergebnisse. Bei 2W10 ist es tatsächlich die 11, die am häufigsten aufploppen sollte in Summe. Wie man damit zurande kommt. Und da sind wir auch schon beim ersten Problem, was ich mit Arcane Codex hatte. Die Attribute Stärke, Geschicklichkeit, Konstitution, Wahrnehmung, Intelligenz, Willenskraft und Charisma, die kriegen einen Wert, daraus ergibt sich ein Bonus. Dieser Attributsmodifikator plus ein entsprechender Fertigkeitswert, wenn man eine Fertigkeitsprobe macht, der liegt zwischen 1 und 10. Dazu diese 2W10 gegen eine festgelegte Schwierigkeit, die so bei 12 bis 20 normalerweise liegt. Wie gesagt, die beiden Würfel ergeben schon eine 11.
statistisches Mittel. Und da kommen dann noch die Boni mit dazu. Vorzüge, Schwächen, Fertigkeiten kommen dazu. Das Schöne ist, es gibt nicht wirklich Charakterklassen. Es gibt Magieschulen und Kampfschulen. Und das, was jetzt so klingt wie irgendwie eine Kaserne oder ein Mönchskloster, sollte man sich nicht so vorstellen wie eine Magierakademie oder sowas, sondern das sind eher Fertigkeitssets oder sowas, die man erlernen kann, zum Beispiel an so einer Kampfschule, an einer Akademie oder sowas. Da kann man diese Sachen erlernen, aber die kann man relativ frei kombinieren. Also es gibt nur wenig Sachen, die einander ausschließen würden. Das heißt, man hat hier sehr freie Charaktere. Es gibt Zwerge, es gibt Echsenmenschen, die heißen hier Krask. Es gibt Elfen, Waldelfen und Dunkelelfen. Es gibt Menschen, es gibt Ski, also so Feenwesen, Halblinge, Orks und Trolle. Und die Charaktere sind bei der Charaktererschaffung schon ziemlich fähig. Also man hat nicht das System, dass man erstmal mit irgendwelchen unfähigen Bauern durch die Gegend zieht, die nicht wissen, mit welchem Ende der Heugabel sie denn jetzt jemanden pieksen sollen. Sondern die Charaktere hier, die haben schon was auf dem Kasten. Die haben auch mit diesen Magieschulen oder Kampfschulen schon Berührung, vielleicht die ein oder andere Stufe da schon drin. Und die sind schon ganz schön knackig für Anfangscharaktere. Bei vielen anderen Rollenspielen, die Anfangscharaktere, da möchte man denen beim Ein- und Ausatmen helfen, wenn man sich die Werte so anschaut. Aber bei Arcane Codex, die kriegen schon was auf die Kette. Das System ist an sich recht nah an D20. Das heißt, wer D20 kennt, wird hiermit sehr, sehr wenig Probleme haben, das zu verstehen. Es funktioniert ein bisschen anders. Aber grundsätzlich ist es leicht zu verstehen. Die Spielwelt ist quasi, man nehme die coolsten bzw. beliebtesten Versatzstücke aus allen möglichen anderen Fantasy-Rollenspielen, stopfe sie in beliebige geografische Zusammenhänge auf anderthalb Kontinenten. Das Ganze würze man mit ein paar coolen eigenen Ideen und schmecke es mit Community-Mitarbeit und Abstimmungsergebnissen mit was hättet ihr denn gerne ab. Ja, so kann man auch ein Rollenspiel zusammenstellen. Das ist bei Arcane Codex tatsächlich das, was mein Eindruck davon ist. So richtig konsistent und zusammenpassend ist das nicht. Aber es ist eigentlich alles da, was man sich so wünscht oder was man sehr gerne cool findet. Es ist sehr, sehr zugänglich. Es ist sehr gut gestaltet. Es sieht tatsächlich auch innen mit... Also vorzeigbar aus, ja. Also. Und wie gesagt, das ist die erste Edition. Das ist ja erfahrungsgemäß, wird sowas ja eher besser mit dem Alter und schöner. Es sind auch farbige Abbildungen damit dabei. Ja, also das da ist ein Troll und das andere ist ein Priester, ein menschlicher Priester. Also für Spielende sehr, sehr zugänglich, sehr einfach. Für Spielleitungen, Vorsicht, Power Gaming Alarm, achtet darauf, dass das nicht allzu sehr ausartet. Aber auch die Spielleitungen dürfen hier gerne mal ein paar coole Kombinationen ausprobieren von Fähigkeiten und die einfach mal in NSCs packen und mal gucken, wie die Spielergruppe damit so oder Spielerinnengruppe damit so zurechtkommt. Arcane Codex ist nichts für den Feingeist, zumindest in dieser Edition. Das ist eher Fantasy-Rollenspiel mit der groben Kelle serviert, macht aber nichts, kann auch Spaß machen. Also es muss nicht immer Kaviar sein, ein ordentlicher Schlag Erbsensuppe ist auch manchmal nicht verkehrt. Und so kommt Arcane Codex daher, so ein bisschen schnottennasig, ein bisschen rotzig, ein bisschen wild, ein bisschen, also nicht subtil, sondern eher so... bisschen rau und ungefiltert, hat Charme, einen rauen Charme, ist quasi so das Gegenteil von Feenlicht, würde ich jetzt mal sagen. Das ist so das maximale Kontrastprogramm. Aber ich freue mich jetzt mal auf eure Fragen zu Arcane Codex, ob ihr meine Einschätzung teilt.
kann man direkt beim Nackten Stahl bestellen mit Welt und Co. Genau, also es gibt sehr, sehr viel Ergänzungsmaterial für die Krayjor-Hintergrundwelt oder Krayjor-Hintergrundwelt. Da sind sehr viele Hintergrundbände schon entstanden. Ich habe es nur am Anfang mal so ein bisschen mitverfolgt. Man hat dort in der eigenen Fan-Community um Mitarbeit gebeten und da gab es auch die ein oder andere Unstimmigkeit dann dazu. Das habe ich aber nicht im Detail verfolgt. Ich habe nur gesehen, dass immer wieder mal diverse Quellenbücher zu diversen Ländern erscheinen und jetzt in der Vorbereitung habe ich festgestellt, Mensch, die sind schon 2 Editionen weiter als dein Buch. Aber ich habe es auch tatsächlich nur ein paar Mal so auf Cons gespielt. Da fand ich das sehr cool und ich muss euch noch was zeigen. Das habe ich noch hier hinten im Regal. Nämlich das Kompendium zu Arcane Codex. Das hier ist ein massiver Klotz von 600 irgendwas Seiten. Genau 600 Seiten mit mehr Hintergrund, mit absurden Dingen, mit deichbauenden Tierbegleitern für die Druiden, also Dammbau und so weiter und so weiter und so weiter. Ich weiß noch, dass das kostete 40 Euro und ich glaube, wenn man die Hälfte davon einfach ignoriert, hat man immer noch ein 300 Seiten Buch für einen anständigen Preis. Sie haben einfach alles da rein gedumpt, was ihnen da noch so dazu gekommen ist und was die Community von ihnen sehen und haben wollte. Ja, genau, Biber. Biber war das Wort, was mir nicht eingefallen ist. Dankeschön. Und man muss auf Twitch mit dem Cover vorsichtig sein. Da ist nämlich eine spärlich bekleidete Dame drauf. Was ist die Stärke von Arcane Codex? Die Stärke von Arcane Codex ist die Zugänglichkeit. Man spielt sehr, sehr schnell. Man versteht das System sehr, sehr schnell. Es ist die Schwelle, die man überklettern muss, um zum Spielen zu kommen, ist vergleichsweise niedrig. Das System erklärt sich einfach, habe ich ja auch gerade schon gemacht, 2W10, Attributsmodifikator dazu, Fertigkeitswert dazu, fertig. Dann ist deine Probe schon ausgewertet. Es geht schnell, es ist einfach, es ist sehr intuitiv und es ist nicht so feinsinnig, dass man nicht auch mal einen fluchenden Troll Waldläufer spielen kann oder so. So. Wenn ihr keine weiteren Fragen zu Arcane Codex habt, dann würde ich den ersten Teil, es scheint, als wäre die Schwelle für die Spielleitung dafür umso höher. Die Spielleitung sollte sich halt darauf einstellen, hin und wieder auch mal dem Powergaming zu begegnen. Entweder selber durchaus damit entsprechend dagegenhalten oder da mal restriktiv da reinbinden, wenn es zu viel wird. Dann mit einem neuen Satz Charaktere das Ganze nochmal versuchen. Es ist ein schönes System, um tatsächlich sich auch mal so die Hörner abzustoßen, wenn man mal auf einen Con gehen will. Weil, wie gesagt, es ist eher das grobschlosserige. Ich habe mir extra das Wort schnottennasig hier aufgeschrieben. Das ist nicht so feinsinnig, nicht so subtil, nicht so illyrisch oder so, sondern bäm, runde Arcane Codex, Würfel raus, komm. Das ist eher, ja, intuitiv habe ich mir die Ärmel hochgekrempelt bei Arcane Codex. Das beschreibt das eigentlich ganz gut. So. Wenn ihr keine weiteren Fragen zu Arcane Codex habt, dann würde ich für heute Feierabend machen. Nein, weniger subtil als Dungeons and Dragons. Dann würde ich für heute Feierabend machen. Nächste Woche kommt der nächste Teil vom Fantasy Februar. Und ja, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Hat mich gefreut, hat mir Spaß gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche auch wieder eure Finger in der Rollenspiel-Grabbelkiste versenkt. Alles klar. Schönen Sonntag noch. Genießt den Abend. Morgens wieder arbeiten.
Bis dann, ciao.